step. I'm black and blue. I'm built for it. I'll be abused. I got secrets. Yo Leute, was geht ab? Und willkommen zu einem weiteren Stream. Ja, heute werden wir, denke ich mal, Resident Evil 7 abschließen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Ich muss eben noch ganz kurz hier den Spielstand laden. Nein, das wollen wir nicht sehen. So, fortsetzen. Oder nee, warte mal, ich drück mal lieber komplett auf Laden. So. Automatisch speichern. Ja, das wollen wir zum Beispiel nicht. Wir wollen nämlich hier rauf. Moin, Gaming News. Na, wie geht es dir? Gut, dann auf in den Kampf. Mal gucken, ob wir heute die Omi killen. Ich hoffe mal. Ja, gestern Abend bin ich einfach nur viel zu fertig gewesen. Ich musste unbedingt ins Bett. Ich war so müde. Heute werden wir aber trotzdem noch, denke ich mal, das zweite Ende machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das sollte eigentlich kein Problem sein, weil wir wissen jetzt ja auch, wie alles funktioniert, was wir machen müssen und so. Gut, und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut, außer dass ich ziemlich kaputt gerade bin, weil ich nämlich vorhin bei meinem Vater gewesen bin und der hat sich ein Haus gekauft und das ist so viel Umbauarbeiten, was da gerade ist. Und da bin ich ein bisschen von kaputt. So, was müssen wir machen? Nach Ethan suchen. Woher soll ich wissen, wo Ethan ist? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier lang. Ethan? Ach, stimmt. Hier ist ja der Punkt gewesen, wo er gestorben ist, ne? Ja, hier sind wir richtig. Hier können wir, glaube ich, sogar was aufnehmen, oder? F? Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Okay. Irgendwas mit Probe. Ich weiß nicht ganz genau, was das für eine Nachricht sein soll. Dann hier einmal durch. Dann müsste ja auch bald die Omi hier kommen, ne? Warte mal. Oh, wir haben gar keine Dietriche mehr. Vielleicht finden wir aber hier ein Maschinengewehr-Munition. Haben wir immer noch? Ich dachte, dass wir jetzt wieder in den Hier und Jetzt sind. Okay. Interessant. Ich habe auch keine Waffe. Warte mal, ich gehe nochmal zurück und guck nochmal in der Truhe. Nicht, dass unsere ganzen Waffen und so jetzt weg sind. Das wäre natürlich richtig ärgerlich. Vorausgesetzt, hier ist überhaupt eine Truhe. Aber hier ist ein Speicherpunkt. Hier muss ja irgendwo eine sein. Oder? Nee, wir spielen sogar einen weiblichen Charakter. Also laut des Schattens hier. Ja, okay. Hier ist keine Truhe. Dann gehen wir einfach mal weiter und hoffen, dass wir hier durch Gut und Glück durchkommen. Wäre auf jeden Fall zum Vorteil für uns. Nee, das ist keine Tür. Das hier ist eine Tür. Können wir das aufmachen? Nee. Weißt du, wie man bei der PS4 seine Stimme aufnimmt? Du musst mal auf die Share-Taste drücken. Und dann steht da, Übertragung. Da klickst du mal rauf. Und dann müsste dann irgendwo Einstellung stehen, wenn du nochmal auf die Share-Taste drückst. Wenn du dann auf Einstellung gegangen bist, dann müsste da eigentlich ein Reiter sein mit Audio. In Stream zulassen und da musst du das dann aktivieren. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt gerade lang? Das frage ich mich gerade. Ah, guck mal, die hat auch diese komischen Stellen hier an der Hände. Genauso wie unser Hauptprotagonist. Ich glaube immer noch so ein bisschen, dass er auch infiziert ist. Das ist echt ein bisschen kurios. Sind wir jetzt wirklich noch in der Vergangenheit? Ach ja, stimmt ja.
Ja, wir hatten ja eine Vergangenheits-Flashback. Und da sind wir von ihrem Freund auf sie gewechselt. Okay. Wo geht es denn hier weiter? Warte mal. Da ist eine Tür. Hier ist schon wieder alles so dicht mit den ganzen Pilz. Das hier ist die Brücke, oder? Hier ist eine Bombe. Nice. Eine Bombe ist auf jeden Fall richtig gut. Kann man das irgendwie einstellen, dass die Stimme so laut ist, dass man das Spiel hört und mich gut hört? Also bei der PS4 ist das Ding, ich musste das Spiel immer auf 50% runterregeln, damit man mich hört. Du kannst über die Party-Einstellung auch noch dein Audio-Pegel hochmachen von der Stimme. Das geht aber halt nicht unendlich hoch, ne? Und wenn das dann immer noch zu leise ist, dann wirst du nicht drum herum kommen, dir ein Mischpult zu besorgen, also ein USB-Mischpult, ein Mikrofon, worüber du es dann nochmal extra hochpegeln kannst. Also ich würde dir sowieso empfehlen, wenn du auf der Konsole aufnehmen willst, immer ein Mischpult und ein Mikrofon. Mit einem Headset kannst du das da eigentlich vergessen von der Qualität. Meines Erachtens nach. Ah, hier ist die Kapitänskabine. Ah, da ist sogar eine Waffe drinne. Das kann hier nicht verwendet werden. Wir brauchen Dietrich. Was ist das denn? Kreuzschlüssel. Die nehmen wir mit. Karte des Schiffes. Okay, danke. Jo, kein Ding. Damit können wir das nicht machen, ne? Nee. Moin, Torin. Na, wie geht's? Ja, komm, dann gehen wir mal hier lang. Also viele Möglichkeiten haben wir ja sowieso nicht, ne? Oder? Nee, hier würden wir, glaube ich, sogar noch höher kommen. Nee, von unten sind wir gekommen. Stimmt. Hier sind wir in 4F. Warte mal, was sagt denn die Karte? Gut und selbst, ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ah, guck mal. Wenn wir noch. Ach nee, gar nicht wahr. Da brauchen wir die Säure für. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, da geht's nach unten. Da ist sogar das, was versperrt gewesen ist. Können wir das hier für später wegräumen? Nein, soweit denken die Charaktere in Spielen ja bekanntlicherweise nicht. Nach Zoe Ende. Wir sind jetzt gerade hier bei Zoes Ende dran. Und wie es aussieht, wenn wir denn auch noch das andere Ende machen, wenn ihr da denn auch Bock drauf habt. Warte mal, hier muss doch irgendwo ein scheiß Dietrich sein. Kommen wir hier vielleicht durch die Fenster raus? Nee, sieht nicht so aus. Vielleicht hier? Auch nicht. Wir haben hier ein Kreuzdings gefunden, ne? Vielleicht müssen wir jetzt sogar wieder nach unten. Sicher bin ich mir aber nicht. Funktioniert er noch? Oh. Kamera wechseln. Kamera 2. Das ist der Fahrstuhl. Keine Ahnung, wo das ist. Ethan. Ethan. Und wo Hoffentlich ist schaffe ich das? es noch. Okay. Und das ist Deck. Ah, okay. Unterstes Deck. Oh Mann, erschreck mich nicht so. Das andere Ende ist nur minimal anders. Echt? Warte mal, wir gehen doch mal hier in den Fahrstuhl. Zack.
Wir müssen jetzt ganz nach unten. Ich hoffe mal, ja, das überleben wir locker. Nachtmensch, na, wie geht's? So, hier haben wir den. Gut, dann hat sich das auch geklärt, wofür den wir brauchen. Ja, heute wäre es eigentlich sogar noch später gewesen. Nur ich habe darauf bestanden, dass ich nach Hause gefahren werde. okay, da brauchen wir die Dingsens für. Oh, da unten sind irgendwelche Viecher. Kommen wir hier durch? Nee. Hochklettern. Was stand da? Ach da, F. So, dann gucken wir mal. Oh, wir haben Messer. Das ist schon mal sehr geil. Ein Messer kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Komm. Den werden wir jetzt mal so richtig hinterhältig umlegen. Oder? Nee, wir gehen erstmal hier rein. Dann machen wir das zu. Ah, hier haben wir die Kiste. Aber da ist nichts drinne. Mann. Speicherpunkt. Ah, hier haben wir diese Chemikalien. Die werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Wird gespeichert. Gut. Dann werden wir den jetzt mal so richtig sneaky absticken. Wo ist der hin? What the fuck? Wo ist der hin? Der stand doch gerade noch da. Okay. Dann wird das nichts mit den mit der sneaky Action hier. Noch eine Bombe. Wofür brauchen wir so viele Bomben? Entriegelt. Ah, okay. Ah, ich werde trotzdem mal das Geschoss hier absuchen. Scheiß Telekom. Ah, kack Internet. Ansage ist draußen. Pa. Wieso? Hast du Internetprobleme gerade? Das sollen wir wieder zumachen. Ah, guck mal, jetzt ist hier auch zum Beispiel gar nicht der Pilz. Der war ja bei den anderen Dingsens hier komplett vertreten. Mal gucken, was hier so drin ist. Hier haben wir auf jeden Fall ein Safe. Eine Pflanze, die aus einer, ja, keine Ahnung, Sitzritze rauskommt. Was ist das? Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht können wir ja aber auch... Warte mal. Irgendwo sind hier irgendwelche Viecher in der Nähe. Ich höre sie. Die Bombe brauchen wir. Warte mal. Kann ich das damit eventuell... Wieso kann ich die Bombe nicht setzen? Ah, hier könnte ich sie setzen. Aber das bringt nichts. Ah, ich muss die hier raussetzen. Ah. Nee, damit kann ich es nicht öffnen. Schade. Jetzt haben wir unsere beiden Bomben verballert. Für nichts. Okay, hier müssen wir, denke ich mal, nochmal zurückkommen. Die Tür habe ich doch zugemacht. Ist er hier in den Raum reingekommen? Warte mal, ich mach das Ding mal ganz schnell wieder zu. So. Erzmittel. Bei den Tresor da. Warte mal. Nee, ich komme nicht in Inventar rein. Kann nicht, nee, ich kann es auch nicht benutzen. Das müssen wir, glaube ich, bei diesen Türen immer benutzen. Ja, komm. Hau ihn durch. Ach, der ist schon tot, oder was? Pa, 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 macht der Chris. Ja. Gut. Hier ist die Küche.
Hier haben wir sogar einen Dietrich, oder? Nee, sah nur so aus. Kacke. Was ist das? Maschinengewehr? Ist hier irgendwas Relevantes drin? Nein? Okay. Das erklärt auch, warum die Tür auf gewesen ist. Der muss hier reingekommen sein, da drunter durchgekrabbelt sein. Mal ganz kurz hören, ob ich Fußschritte höre. Nee, scheint nicht so. Ich höre auf jeden Fall irgendwas. Hier ist er. Ich bin langsam hier im Profi, im Nahkampf. Guck, bam, tot. Geschafft. Hier waren wir aber auch schon mal, ne? Da war ja auch so eine komische Doppelkabine. Boah, erschrocken. Die kommen manchmal so unerwartet. Jetzt stirb. Er chillt jetzt erstmal hier richtig einen ab. Ja, Mann. Jetzt aber voll stoned so in der Ecke liegt. Also, ja, Mann. Jetzt lasse ich mir gut gehen. Okay, machen wir die mal zu. Was ist hier? Flüssige Chemikalie. Das ist schon mal sehr geil. Die können wir gut gebrauchen. Schießpulver. Das können wir wieder weniger gut gebrauchen. Im Moment zumindest. Munition haben wir ja, ne? Aber ich kann jetzt Heilung herstellen. Sehr schön. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Oh, muss ich jetzt meine flüssige... Ist das noch Zoe? Ja, das ist noch Zoe. Ich habe nur eine. Na komm, mache ich einfach mal. Vielleicht ist da irgendwas Wichtiges drin. Und das sich jetzt nicht gelohnt hat, ne? Dann fresse ich einen Besen. Bomben. Noch eine Bombe. Schrankschlüssel, Kapitänskabine. Dann müssen wir wieder nach oben. Die haben wir offen, oder? Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Koje. Nee, wie es aussieht, müssen wir wirklich noch mal nach oben. Komm, dann gehen wir noch mal nach oben. Und schau mal, was wir da kriegen. Dazu müssen wir wieder hier. Und hier wieder hoch. Gut. Oh, ich bin gerade so voll gefressen, ne? Ich habe ihn gerade was gegessen, ey. Kennt ihr das, wenn ihr so überfressen seid? Dieses Gefühl. Oh, ich hasse das. Aber dadurch, dass ich den ganzen Tag unterwegs gewesen bin, hatte ich voll Hunger. Und musste mir irgendwas reinmampfen. So, dann hier runter und dann müssen wir hier... Wow. Das war's mit denen. Nein, bist du dick, Chris? Nee, eigentlich nicht. Ich würde sagen, ich bin normalgewichtig. Zu viel Essen, zu wenig Platz im Bauch. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin mal übergewichtig gewesen. Aber ich hatte 40 Kilo abgenommen. Ah, dafür ist der Schlüssel. Habe ich eine Menge Sport gemacht und eine quälende Diät. Aber jetzt geht's mir eigentlich ganz gut, ich kann nicht klagen. Oh. Komm hier rein. Ich baller dich über den Haufen. Nur manchmal
denke ich, dass ich die Portion schaffe. Aber dann kriege ich sie nicht mehr so wirklich ohne Probleme weg. Aber ich will das Essen nicht wegwerfen. Und dann esse ich trotzdem auf. Ja. Bleib liegen. Gut. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine dicke Knarre. Und jetzt können wir auch ganz nach unten gehen. Jetzt ist eh egal. Warte mal, hier, wenn er vorbeiläuft, ne, dann können wir den auch gleich von hier oben abknallen. Hallo? Wo bist du? Er hat anscheinend keinen Bock auf uns. Aber nachvollziehbar. Ich würde auch nicht unbedingt da langlaufen, wo einer mit einem Maschinengewehr rumläuft. Chris, du bist aber ein Dickkopf, wa? Ja, das auf jeden Fall. Dickköpfe bin ich auf jeden Fall. Same, war auch mal mega übergewichtig, hab immer Sport gemacht, seitdem ich aber nur im Bett liege, habe ich mehr abgenommen als mit Sport, lol. Und jetzt hin ich auch nochmal. Nochmal, okay. Ja, man fühlt sich auch viel besser, wenn man abgenommen hat, ey. Also jetzt mal ohne Witz. Vorher habe ich sogar geschwitzt, wenn ich eine fucking Treppe hochgelaufen bin. Und jetzt? Easy. Also auch voll komisch gewesen. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt zugenommen habe. Weil ganz früher bin ich Leistungssportler gewesen. Da habe ich geboxt, Parkourlauf mit meinen Leuten gemacht und so eine Kacke. War mega durchtrainiert. Dann bin ich in meine eigene Wohnung gezogen. Und dann gab es irgendwie nur noch Party, Chillen und Rauchen. Ich glaube, das war der Auslöser. So, jetzt müssen wir mal eben überlegen, wie wir hier runterkommen. Moin, Philipp! Na, alles klar bei dir? Ich glaube, ja, hier ist das Treppenhaus. Nice. Kai, heute wird hier nicht gestichelt. Ansonsten kriegst du ein Timeout. Das gibt's nicht. Warte mal. Ah, da ist er. Liegen bleiben. Sehr schön. Den haben wir weg. Kennst du den Ursprung vom Parkourlauf? Das war in Frankreich, soweit ich das weiß, ne? Oha, Chris, liebst du mich nicht mehr? Natürlich. Aber es muss nicht sein, dass hier mein Chat gestichelt wird gegen andere Zuschauer. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Beim besten Willen nicht. Und da muss ich dann auch eingreifen. Hier. Also hier rennt auf jeden Fall noch ein weiteres Viech rum. Ich habe eben gerade den Schatten von ihnen gesehen. So, aber wo ist denn der Ursprung? Was war denn jetzt genau der Ursprung vom Parkourlauf? Das würde mich echt mal interessieren. Also bestimmt vom Bullen wegrennen, ne? Oder von Ninja. So richtige Ninjas als Vorbilder nehmen. Nice. Ja, Zweiter Weltkrieg, um am Stacheldraht und anderen Hindernissen vorbeizukommen. Oh, okay. Kann ich gegen mich stechen? Boah, ey, ich bin so ein Dovi und Lauch. Vor Polizei wegrennen? Ja, das war jetzt auch gerade so mit einer meiner ersten Gedanken. Nee, da kommen wir nicht rein. Wir haben diese Chemikalie, nicht? Wo geht's denn hier rein? Ah, hier ist der Waschraum. Wo? Wo?
Eieiei. Hält Rauch nicht schlank? Ja, in gewissermaßen schon, aber wenn du aufhörst zu rauchen, so war es zumindest bei mir, wo ich mal 6 Monate nicht geraucht habe, da habe ich ungelogen 10 Kilo abgenommen, zugenommen. Weil in der Zeit, wo ich nämlich geraucht hätte im Normalfall, habe ich mir irgendwelche Chipstüten und so reingeschaufelt. Aber man isst eigentlich normal, auch wenn man raucht. Ah, hier brauchen wir die Sicherung wieder. Okay. Warte mal. Ich kann hier wieder was kombinieren. So, jetzt haben wir wieder Heilung. Habe ich schon reingeguckt, ne? Ja. Wir müssen auf jeden Fall ganz nach unten irgendwie. Wir müssen also das nächste Treppenhaus finden. Ah, okay, bin kein Raucher, wusste ich nicht. Das ist doch kein Problem. Immer her mit den Fragen. Das hatten wir schon mal angeguckt, ne? Ja. Rauchen ist einfach Nervennahrung. Ich kenne das, Chris. Ja. Das stimmt wirklich. Obwohl ich es wirklich bereue, dass ich überhaupt angefangen habe zu rauchen damals. Ich bereue das richtig. Weil ich bin schon, ich würde sagen, ein starker Raucher. Also wenn ich mir Tabak oder sowas hole, so ein Beutel mit 40 Gramm drinne, das rauche ich in 2 Tagen weg. Das ist eigentlich gar nicht gesund. Mein Vater hatte statt 2 Schachteln Zigaretten 3 Päckchen Kaugummi verbraucht. Oha. Nachdem er aufgehört hat zu rauchen. Ja, das ist auf jeden Fall echt schwierig. Ich habe da wirklich Probleme mit gehabt. Und nach 6 Monaten hatte ich immer noch Schmacht. Das ist ja das Allerschlimmste gewesen. Hinaufklettern? Nein! Jetzt muss ich da wieder runterlatschen. Was machst du? Hinabsteigen. Warte mal, das ist doch rechte Maustaste. Ich will runter. Komm schon. Mann, ich will da nicht wieder ganz rumlaufen. Hey, wenn ich rechte Maustaste drücke, dann ziele ich. Okay. Dann muss ich da nochmal lang. Nein, nicht da. Dahin. So. Ich glaube, ich weiß sogar noch, wo das Treppenhaus war. Wir müssen hier lang. Dann einmal hier nach den Weg. Und dann dadurch. Mein Vater ist auch Raucher und Trinker. Alleine er hat erst mit dem Rauchen aufgehört, weil er ins Krankenhaus musste. Das war aber halt wegen dem Trinken. Ja, das ist natürlich nicht so gut, wenn man da deswegen ins Krankenhaus muss. Internetverbindung am See ist echt nicht die beste. Ja, das ist natürlich verständlich, ne? Ja, ich stream ja auch mit einer ziemlich hohen Bitrate, ne? Ich streame ja mit 6000 und da braucht man schon eine gute Leitung, um das dann auch gucken zu können. Was hast du denn da drinne? Oh, geil. Wir haben eine kleine Waffe. Was ist hier? Da ist gar nichts. Und wieder ein Speicherpunkt. Ja, wir laufen hier voll über die Leiche. So mega unhöflich. Ja, Telekom ist allgemein nicht so gut, ne? Die sind fast genauso schlimm wie Vodafone Kabel Deutschland. Ich hasse diese Anbieter. Diese 2. Hatte ich mir beide schon Ärger mit. Das Heftigste war ja noch, wo ich einmal, ich glaube einen Monat lang war das, hatte ich richtig heftige Internetprobleme. Da hatte ich nur 4 Mbits Download und ein paar Kilobits Upload. Und das war's. Da habe ich da angerufen bei der Telekom und hab dann zu denen gemeint, ich so, ja, hier, mein Internet ist voll langsam, was ist denn jetzt schon wieder los?
Wann kann ich damit rechnen, wieder das Internet vernünftig nutzen zu können? Und die waren voll genervt, das hat man voll gemerkt, ne? Und dann hat er mich halt gefragt, wie viel ich denn empfangen würde. Dann habe ich ihm halt gesagt, ne, hier 4 Mbits, ein paar Kilobits Upload. Und dann haut er nicht ein Ernstes raus. Ja, und das reicht ihm nicht. Dann habe ich ihn nur gefragt, ob er mich verarschen will, so weißt. Die sind mega unfreundlich. Bin gerade Nachtangeln, hab nur mobile Daten. Oh. Ach so, Nachtangeln. Ja, wenn man da Spaß dran hat, warum nicht? Warte mal, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Komm schon. Wir brauchen so eine komische Sicherung. Wo haben wir die denn das letzte Mal gefunden? Ich glaube, ist das die hier? Nee. Was ist das denn hier? Gewebeproben von Evelyn. Ja gut, damit können wir definitiv keinen Strom leiten. Da ist keine Tür. Also irgendwo muss man hier runterkommen. Hier muss doch irgendwo das... Ich glaube, das hier ist das Treppenhaus. Aber wir brauchen wieder so eine komische Chemikalie dafür. Hier ist wieder der Waschraum. Oder? Wir kommen hier runter. Das kann natürlich auch sein. Komm, gib dir Mühe. What the fuck? Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Wie kommen wir sonst runter? Hier war doch auch noch irgendwo ein Fahrstuhl, ne? Geht der nicht weiter runter? Warte mal. Was war hier denn nochmal? Ach, hier waren wir schon drin, ne? 1F. Geht's hier nicht weiter runter? Ne, wir sind schon im untersten Geschoss. Hier muss ja irgendwo unser Kollege sein. Der war ja irgendwo an so einer Wand dran, ne? Warte mal. Wo ging's hier hin? Ja, das ist er ja nicht. Hier bin ich falsch. 1F. Was, ich? Wie groß ich bin? Warum? Schau auf die Karte. Da ist das Treppenhaus. Warte mal, gucke ich jetzt richtig? Ja, dass ich weiter runter muss, das ist mir bewusst. Genau, und jetzt dann nach rechts und dann auf der linken Seite die Tür. Und das ist, glaube ich, die Tür, wo wir die Chemikalie für brauchen, oder? Nee, von da sind wir gekommen. Ah, hier ist die Sicherung. Mehrzwecksicherung. Aber, wenn ich die da rausnehme, dann kann ich das hier nicht mehr benutzen. Ah nee, das ist das Treppenhaus, was nach oben geht. Warte mal, wir müssen jetzt zum Waschraum. Da ist hier dieses komische Scheitfeld. Genau da. Und dann müsste, glaube ich, sogar der Fahrstuhl wieder funktionieren. Glaube ich zumindest. So. Das haben wir jetzt eingesetzt. Mehrzwecksicherung. Jetzt müssen wir noch ganz kurz gucken, wo hier der Fahrstuhl war. Hier ist der Fahrstuhl. Komm, gehe ich nochmal da hoch. Kann ich jetzt hier? Nee. Das Netzkabel fehlt. Eine Sicherung fehlt. Absteigen. Ja, dann geh doch hoch, bitte da runter. Oh Mann, ey, ich muss mal da jetzt durch ein Treppenhaus durch. Jetzt kann ich, glaube ich, gar nicht mehr runter, ne? Weil jetzt hier unten die Dingsens fehlt. Die Sicherung. Warte mal. So. Dann hier.
Und dann hier. Von der anderen Seite verschlossen, ja. Wir müssen beim Fahrstuhl ja auch dadurch wieder runterkommen. Aber das mit der rechten Maustaste funktioniert nicht. Das ist ein Problem jetzt. Oder ist das ein anderer Knopf und ich gucke die ganze Zeit nur falsch? Warte mal. C. So. Herabsteigen. Ist rechte Maustaste. Ah, ich muss das obere Ding angucken. Ah, okay. Ich verstehe. Dann nochmal in den Waschraum rein. Und dann packen wir das Ding mal in den Fahrstuhl, wenn das geht. Oh, eine Tür weiter. Da müssen wir nicht rein. Hier war das. So. Mehrzwecksicherung. Ah, nee. Da geht sie nicht raus. Ja, du musst auch durch den Fahrstuhl runter. Ah. Wir versuchen das jetzt mal mit der Sicherung. Ich glaube, das müsste funktionieren. Aber da fehlt ja noch irgendwas. Glaube ich. Warte mal. Geh hoch da. So. Gut. Und da ein Netzkabel fehlt. Louis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Wadel danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2. Aber ich kann nicht drunter gehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. Also müssen wir nach 3F, das ist glaube ich ganz oben, auf der Krankenstation. Neben der Krankenstation, was? Ah ne, neben den Waschraum ging es doch runter. Warum gehst du da nicht runter? Da haben wir eben gerade versucht, die Tür zu öffnen mit diesen komischen Rädchen. Aber das ging ja nicht, weil das Rad ja von der Tür abgebrochen ist. Wir müssen nach 3F hoch. Zu der Krankenstation. Da muss irgendwo ein Netzkabel sein. So, jetzt müsste ich in 3F sein, ne? Also höher geht's ja so oder so nicht. Warte mal. Ne, das können wir nicht mitnehmen. Und ich würde einfach irgendein Kabel dran machen. Irgendwas aus Kupfer, was dünn ist, leitet genauso Strom. Nein, gib ihn. Warte mal. Kapitänskajüte. Oh, wir sind schon auf 4F. Wir sind ein zu hoch. Dann wieder ein runter. Zack. Okay. Jetzt einmal umdrehen. Und dann hier rein. 3F, genau. Hier bin ich richtig. Und dann müssen wir zu der Krankenstation. Duschraum. Warte mal. Da kommen wir gar nicht hin. Aufenthaltsraum. Nee, wir brauchen da so eine komische Chemikalie für. Kann man Chemikalie selber herstellen? Warte mal, ich hau mir mal... Oh, da kann ich was aufnehmen. Glaube ich. Warte mal, wir gehen nochmal hin. Was haben wir denn da? Ah, da ist ein Schrank. Hier, oh, hier liegen auch noch Sachen. Alter, ich habe hier so viel vergessen. Flüssige Chemikalie. Da ist nichts.
So, gib Ruhe. Fahrstühle funktionieren mit Starkstrom. Da geht nicht jedes x-beliebige. Echt? Aber es leitet doch Strom. Es muss auch nur ein kurzer Impuls sein. Scheiß drauf. Solange es ganz kurz geht. Warte mal. Vielleicht können wir sogar... Nee, das geht nicht. Damit mache ich Munition. Das könnte ich auch noch zu Dings weiterverarbeiten. Also man muss ja irgendwie auch selber diese scheiß flüssige Kacke da hinkriegen, diese Ätze da. Warte mal, kombinieren. Nee, nee. Kraut. Nee, wie es aussieht, können wir es nicht selber herstellen. Man macht die Kacke doch auf. Also wir müssen da definitiv durch. Ah, warte mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir haben jetzt einen Dietrich. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Antike Münze. Oh. Mann, da hätten sie zumindest noch eine Chemikalie reinmachen können. Haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen? Wir hatten ja eine gekriegt. Aber da haben wir diese Schlüssel für Dings rausbekommen. Für die Kapitänskajüte. Bombe? Ich glaube nicht, dass eine Bombe da helfen wird. Wir können es versuchen. So, dann einmal hier vor. Nee. Lies doch meinen Kommentar. Ich habe das gar nicht gesehen. Sorry. So, wir gucken jetzt nochmal ganz genau hier. Schreib das nochmal rein, Kai. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Tut mir auf jeden Fall leid. Warte mal. Hier ist auch nichts. Hier ist noch ein Treppenhaus. Vielleicht ist ja oben irgendwas. 4F. Ah genau, das ist was verschlossen ist. Sie will es ja auch nicht wegräumen. Sie steht anscheinend auf Umwege. Oh Mann, das ist echt ärgerlich. Du musst durch F2 in den Schachtraum. Nach F2 kommen wir ja nicht runter, das ist ja das Problem, oder? Nee, doch nicht. Warte mal, dann gucken wir mal. Das ist F2. Warte mal, wo ist denn hier ein Dings? Ich muss... Wenn denn zum Ach nee, hier. Da ist noch eine Leiter. Warte mal. Vielleicht ist das hier ja das, was wir suchen. Ah, hier waren wir ja schon, ne? Da geht's auch nicht höher. Gucken wir nochmal. So, können wir uns hier irgendwo... Nee, hier ist sowieso alles dicht. Hier haben wir auch die Chemikalie gefunden. Die eine, die wir hatten. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Aber es ist immer noch ein Spiel. Das darf man nicht vergessen. Warte mal. Hier muss doch irgendwo denn so ein
Ding sein, wo man hochklettern kann. Da kommen wir wieder auf den Flur. Lässt sich nicht öffnen. Ne, da komme ich auch nicht durch. Kann ich das Teil öffnen? Nein. Also ganz ehrlich, ne, ich würde einfach die ganzen Schlösser aufballern mit der Knarre. Das funktioniert immer. Kommt schon eine Chemikalie, Mann. Ansonsten müssen wir gleich nochmal neu laden. Und dann holen wir uns die Knarre dafür halt nicht. Aber dann kommen wir zumindest bei der Krankenstation rein. Folge mal den Kabel vom Safe. Die Bilder beim Safe sind der Code. Das sieht aus wie ein V. Nee. Ah, okay. Okay, ich hab's verstanden. Geht nicht mehr in der Realität, einen Safe aufzuschießen? Doch, das funktioniert schon. Bei den meisten Safes ist es aber so, musst du mit hier flüssigem Stickstoff arbeiten. Das haust du da rein, in den Schlitzen, dass die Stifte eingefroren werden. Dann haust du einmal mit einem Hammer rauf und dann sind die offen. Also bei den meisten funktioniert das auf jeden Fall. Nicht, dass ihr es machen sollt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Der muss nach unten, oder? Ja. So. Der muss nach oben. Der muss so zeigen. Ja. Ich bin schlau. Ich bin intelligent. Ja, Ätzmittel. Danke. Rechts ist richtig, so muss das links aussehen. Ja, ich hab's gerade schon gepeilt. Ich hab's mir schon gedacht. Gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Müssen wir wieder hochklettern, ne? Oder? Nee, wir müssen nach unten. Stimmt ja. So, dann einmal ducken. Zack. Jetzt muss ich nach unten. Genau. Und dann kommen wir auch endlich da durch. Ach nee, ich musste nach drei... Oh Gott. Ja, ich bin dämlich. Ich war wieder mit den Gedanken ganz woanders. Warte mal, das ist jetzt 2F hinter mir. Dann ist das hier 3F. Das Rätsel war ja total ätzend, Zwinker. Ja. Gut. Ja, dann kriegen wir jetzt auch alle Türen auf. Nice. Zack. Haben wir das hier. Okay, hier ist nix. Warte mal, war hier eine Tür? Nee. Da war keine Tür. Ich verstehe auch nicht, ne, warum die einfach so auf dem Schiff bleibt. Ich wäre hier schon längst raus, ne, und selbst wenn ich hier irgendwie mich runterhangeln müsste, Alter, das wäre mir lieber, als hier durch den Schiff zu laufen. Wow, was ist da drin in dem Zeug? Was mit den Ätzding hier? Ach, keine Ahnung. Ich denke mal Salzsäure. Oder nee, Salzsäure frisst sich nicht so schnell durch. Oh, ich kann wieder... Warte mal. Einmal den hier. Damit kombinieren. Dann haben wir dreimal Heilung. Das kombinieren wir wieder mit Schießpulver. Dann haben wir 20 mal normale Pistolenschüsse. Das packen wir dahin. Kann ich an deinem Finger nuckeln? Habe Hunger. Danke. Nee, ich würde sagen, nuckel mal lieber an deinen Finger.
Ich stehe nicht so auf Saba. Okay, jetzt einmal die Knarre. Genau. Das sind sogar die guten Schüsse hier. Ah, der Dicke ist das. Ja, solange der immer kotzt, kann ich schön nachladen. Bombe! Nö, hat ja ganz gut geklappt. Sind ja die starken Schüsse gewesen. Ja, das Zeug frisst ja in Sekunden durch. Ist das Schloss aus Styropor um das Ätzzeug, Äzeton? Das würde einiges erklären. Keine Ahnung. Kann ich dir auch nicht sagen. Ah, hier ist das Kabel. Genau das brauchen wir. Und dann müssen wir mal das hier noch abmontieren. Und dann haben wir's. Oh, ich muss mal kurz was trinken. Warte mal. So. So, Durst gestillt. Netzkabel. Nice. Ist hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Wäre sehr schön. Wo geht's hier eigentlich lang? Kann man hier weiter? Hier ist noch eine Bombe. Warte mal. Natürlich funktioniert's nicht. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ach, das habe ich schon aufgemacht. Aber wo kam der Fettkloß her? Der muss ja... Nee, das... Egal, wir fragen einfach nicht. Einigen wir uns darauf, dass er auch die momentane Teleportation beherrscht. Kann man Frauennippel mit Männernippeln zensieren? Keine Ahnung, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber der Gedanke ist nicht dämlich. Normalerweise müsste das sogar wirklich rechtlich funktionieren. Aber man muss dann auch wirklich drunter schreiben. Es sind Männernippel, mit denen wir hier zensieren. Gut. Netzkabel. Nice. Und jetzt bitte ganz nach unten. Ja, ja, ja. Erwartet. Digga. Was los? Warte mal. Was ist das denn? Achso, okay. Ja, ihr Kollege hier ist ja infiziert, ne? Ich würde den eigentlich gar nicht suchen. Und wenn denn nur, um ihn einfach nur abzuballern. Komm mal her. Hallo. Der ist hinter mir. Der ist vor mir. Oh fuck. Ausgewichen. Ihr Noobs. Ihr Kack-Noobs. Hallo? Oh. Das hat den sogar mit weggefetzt. Okay. Haben wir ein paar Bomben mehr. So. Nein. Messer.
Danke. Wäre doch voll schlau. Jetzt wissen wir, warum Katja nicht gesperrt wird. Alter, das ist aber schon richtig fies, ne? Die Bomben würde ich sparen. Ja, ich wollte sie einfach mal hochnehmen. Lass mich doch, Mensch. Einmal darf man. Pistolenmuni. Frauen können auch einfach so ohne Oberkörperkleidung rumlaufen. Würden die sich halt nicht so anstellen, ne? Stirb doch! Ach so. Stirb schon. Ja, Katja hat ja auch schon wieder hier ihr neues Lied rausgehauen, ne? Sextape. Ich finde das so affig mit der alten. Ich kann mich mit der echt nicht anfreunden, so. Sowas hat für mich auf YouTube eigentlich nichts verloren. Sowas muss eigentlich zu Hause stehen, hinterm Herd. Wenn ich ehrlich bin. So, das einmal kombinieren. Ja, eigentlich wollte ich das. Warte mal. Dann kombinieren wir das halt nochmal. Dann habe ich einen Platz frei. Und dann kann ich den hier mit der Pflanze kombinieren. So, und dann haben wir wieder einen Slot frei. Jetzt erstmal hier nachladen. Und mal gucken, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ach, hier waren wir auch in dem Flashback, ne? Hier ging es ja gar nicht mehr so weit. Bei Sextape ist beim Dreh die Polizei gekommen wegen Verdacht auf Pornodreh. Okay. Schon krass. Was? Jetzt aber. Bleib bloß liegen, du Sau. Alter, ich renn hier durch wie der letzte Terminator, ey. Boah, das ist so widerlich mit denen, ne? Das ist so der einzigste Gegner, wovor ich mich so, ehrlich gesagt, ein bisschen ekel. Aber ich meine, guckt euch das mal an. Das sieht aus wie Blut gemischt mit Eiter. Komm, er kriegt hier von der dicken Knarre. Bist du fertig? Und jetzt hat die Klappe. Danke. Oh, er hat sogar für mich geöffnet. Sehr nett von dir. Alter, die Waffe macht mehr Schaden als das Maschinengewehr. Das muss man sich mal überlegen, ey. Oh, ich sollte mich vielleicht mal heilen. Gut, jetzt geht es uns wieder gut. Was ist denn hier drin? Man muss ja auch bestimmt irgendwas Cooles drin sein. Ah, eine antike Münze. Dafür hat es sich wirklich gelohnt. Richtig cool. Ich freue mich richtig. So, warte mal. Da ging es doch, da ging es weiter. Wir gehen erstmal hier rein. Ich glaube, hier war sogar die... Nee, da steht das kleine Mädel. Da gehen wir noch nicht lang. Wir gucken jetzt mal hier. Aha. Dann können wir hier das Ding nochmal reinhauen. Aufmachen. Bombe mit Fernzünder. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Guck mal, ich kann sie noch nicht mal abballern. Jeder normale Mensch würde sie einfach abknallen. Aber sie? Nein. Sie kommt da nicht drauf. So. Kann ich dich zumindest abballern? Nein.
Ethan. Ethan. Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Oh, jedoch. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Aber nur, wenn du dein Haus aufräumst. Das sieht aus wie ein Schweinestall. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Du, tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Mag es ja nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Weißt du noch? Nachtragend ist sie also auch. Kann ich hier jetzt was machen? Oh. Tschüss. Nee, ne? Ich dachte, du lebst nicht. Ja, was soll ich machen? Ich hab keine Waffe, ich hab gar nichts. Oh, da lag was. Komm, nimm das. Alter. Willst du mich verarschen? Komm schon. Noch eine! Und noch ein! Ja, Mann. So und nicht anders. Jetzt sei leise. Pass mal auf, jetzt will sie ihm bestimmt noch einen Kuss geben. Warum nicht? Okay, seine Freundin ist futsch. Können wir jetzt hier raus? Ja, da ist eine Tür. Die habe ich eben gerade gar nicht gesehen. Wo zum Teufel bist du? Jetzt wird er zum Terminator. Aber wir haben jetzt wieder keine Waffen, kein gar nichts, ne? Nee. Wieso spritzt man diesem kleinen Mädchen nicht einfach das Serum? Der hat doch hier auch irgendwas, oder nicht? Warte mal.
Gewebeprobe von Evelyn. Nee, das... Nee, stimmt. Das gehört zu ihr. Einmal hier durch. Und die ganzen schönen Bomben, die ich gefunden habe, ey. Die will ich alle wieder haben. Ich habe auch keine Heilung. Und ich habe ganz schön was abgekriegt. Evelyn. Oh, wir sind draußen. Nice. Was ist denn das hier? Sind das Fische? Ja, Mann. Alter Schwede. Okay. Evelyn ist bestimmt so ein richtiges Sumpfmonster, ne? So ein richtiges Monster von Loch Ness, nur im Sumpf. Helikopter. Hallo, stehen bleiben. Nimm mich mit. Oh Mann. Ja, jetzt ist eigentlich nur noch wichtig, dass ich so schnell wie möglich wieder Waffen bekomme, ey. Weil ohne Waffen ist das schon ein bisschen kacke. Und jetzt springt hier gleich hundertprozentig wieder was aus dem Wasser raus. Ich sehe es kommen. Da kommt noch ein mieser Jumpscare, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Was ist das? Rucksack. Sie können mehr. Oha. Wieso kriege ich den jetzt erst? Den hätte ich ruhig ein bisschen früher bekommen können. Was ist das? Hallo? Februar 1892. Alter, das ist ganz schön alt. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tour und Beckford sind tot. Und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht. Der Boden hier ist instabil. 19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann jetzt gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Das ist mal so gar nicht informativ. Damit kann ich nichts anfangen. Aber egal. Was ist das? Ein Helikopter? Mal gucken, ob ich hier Kontakt aufnehmen kann. Hier ist Alpha 1. Bericht. Habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn. Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Okay, wir sollen sie definitiv eliminieren. Und moin, Lusor. Willkommen im Stream. Ah, hier, guck mal. Da sind wieder diese Käfige. Hier ist ein Speicherding. Können wir hier... Sie haben Mias Objekte erhalten. Oh, nice. Warte mal, wir haben jetzt da voll viele antike Münzen, ne? Mal gucken, was wir da jetzt alles rausbekommen. Wir haben hier einmal diese Steroiden. Die haben wir schon mal gekauft. Was steht da eigentlich? Magnum. Das ist eine Magnum. Hol dir die Waffe. Endkampf. Ich habe nur 8 Münzen. Die kann ich mir nicht holen. Und das Ding kostet 9. Warte mal, habe ich wirklich nur 8? Ich guck noch mal ganz kurz. Oha, wie viele Sachen habe ich denn bitte? Alles klar. Nee. Ich hole mir die Steroide. Wir dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Das ist auch richtig geil. Nachladegeschwindigkeit. Gut, dann holen wir uns das mal. Das geht denn ja auch bestimmt auch für New Game Plus und so, oder? Ich denke mal. Und noch einer. Nice. Oh, das wollte ich gar nicht da reinmachen. Egal.
Dann geben wir uns nochmal hier so eine richtig schöne Schaurespritze. Boah, der sieht aber auch echt nicht mehr gesund aus, ne? Guckt euch mal seinen Arm an, ey. Der ist hundertprozentig infiziert. Das kann mir keiner erzählen. Was der für einen Körperkontakt mit den Leuten hatte. Der ist komplett veraced. So, das machen wir jetzt mal rein. Gewebeprobe von Evelyn. Müssen wir die mitnehmen? Eine kleine Flasche, die Gewebeproben von Evelyn enthält. Ich würde sagen, dass... Ach, das können wir gar nicht einlagern. Okay. Gut. Wenn jetzt dieser Bosskampf kommt, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir nur die heftigsten Waffen der heftigsten Waffen mit. Dazu zählt einmal die Waffe. Oder? Nee. Handfeuer brauchen wir gar nicht mitnehmen, oder? Pistolenmunition. Munition für Standardpistolen. Munition für Standardpistolen. Die Flinte nehmen wir definitiv mit. Nimm Waffen MKT. Es kommt, glaube, der Endkampf. Ja, ja. Wir nehmen schon einiges mit. Flammgranate. Den Granatwerfer nehmen wir sowieso mit. Das Messer lassen wir hier. Die Schlüssel brauchen wir nicht, oder? Schlangenschlüssel, Krähenschlüssel und so eine Kacke. Nee, das lasse ich mal hier. Korbel lasse ich auch hier. Granatwerfer. Nehmen wir mit. Dann Bombe mit Fernzünder. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Maschinengewehr nehmen wir mit. Ja, und jede Menge. Oder hier, guck mal, wir haben verbesserte Pistolenmunition, ne? Das Maschinengewehr lassen wir hier. Dafür nehmen wir eine Handfeuerwaffe mit. So. Dann nehmen wir die normale Munition noch mit. Heilung wird auch, denke ich mal, eine große Rolle spielen. Nee, Schlüssel braucht man nicht mehr. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Alter, wie viel Heilung habe ich denn bitte? Brennstoff. Nee. Das Ding macht kaum Schaden, das nehme ich nicht mit. Ja, ich würde sagen, wir sind perfekt equipped für den Bosskampf, oder? Also das überlebt die niemals. Ja, Mann. Typisch Resident Evil. Warte mal. Ich werde jetzt hier erstmal alles durchladen. Das einmal. Okay. Gut. Wir sind ready, würde ich behaupten. Als erstes werden wir auf jeden Fall mit der Handfeuerwaffe auf die losgehen. Dann hauen wir nochmal hier Heilung rein. Moment, Inventar, wie viel Heilung habe ich noch? Okay, wir haben viermal Heilung, das muss reichen. Was ist hier denn noch? Achso, das haben wir ja schon abgeguckt. Psychopharmaka oder was das ist? Hier muss doch irgendwo ein Speicherding sein, oder? Ja, da. Gut, das kommt wieder rein. Dann speichern wir einmal. Und dann würde ich sagen, werden wir Omi mal eben ganz kurz killen gehen. Was ist das denn hier? Ship, Swamp und Lab. Okay, juckt keinen. So, Omi. Ich bin schwerer bewaffnet als der Terminator. Nimm dich in Acht. Was ist das denn hier? Flüssige Chemikalie. Ja, jetzt drehe ich nicht nochmal um. Oh, dieser Köter bei mir draußen, ne? Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Tschüss. Gute Nacht. Oh, da ist noch einer. Oh, der hat gesessen. Der hat richtig gesessen. Wacke nicht so rum. Danke. Da hinten ist noch einer. Wie viele sind denn hier bitte? Da ist noch... Alter.
Mann, die wackeln so hässlich. So. Wenn der Charakter nicht gleich die ganze Flasche so verschwenderisch verbrauchen würde, hättest du mehr als genug Heilung. Ja, das stimmt allerdings. Ich hätte mal jetzt doch lieber die andere Munition dafür nehmen sollen. So, hier wird er wohl nichts mehr sein. Oh, dieser Scheißhund, ne? Warte mal, ich mach mal ganz kurz bei mir die Wohnzimmertür zu. Weil sonst hört ihr hier die ganze Zeit den Hund und das muss nicht sein. Einen Moment eben. Ganz kurz das Handtuch hier weghängen. So. Jetzt sollte das Hundegebell auf jeden Fall nicht mehr so laut sein. Hoffe ich mal. Oh, das sind auch immer die schlimmsten Nachbarn, ne? Die so eine scheiß Klefthöhle haben. Russisch Wodka auf den Arm klärt. Na? Ich weiß nicht so, ob Wodka da wirklich die Lösung ist. Ich glaube, ich würde mir die Flasche eher in den Hals stecken und dann wäre ich nicht mehr kampffähig. Oh, wie tief fahren wir denn jetzt wieder? Yo. Was ist das hier? Ist das ein Forschungstrakt oder was? Ah nee, das ist eine Mine, ne? Stimmt ja. Oh, jetzt ist der Hund auf im anderen Garten. Jetzt bellt er genau von da, wo er wieder richtig schön laut sein kann. Als er aber gerochen hat, dass ich die Dings dicht gemacht habe. Oh. Oh. Der hat gezwiebelt. Der hat hier schon wieder alles vermint, Mann. Ich hasse ihn, ey. Muss das sein? Oh, du Scheißkäter, halt bloß dein Maul, ey. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder kein Dings mit. Kein Messer. Das hätte ich vielleicht mal mitnehmen sollen. Hab's aber vergessen. Schrotflintenmuni. Ich höre hier irgendwas. Da ist er. Alter, mein Aim ist so scheiße. Wenn das so weitergeht, habe ich keine Muni mehr für den Bosskampf, ey. Ich sollte wirklich nur schießen, wenn ich mir sicher bin. Schnauze voll. Oh, nein. Und jetzt gibt Ruhe. Oh Mann. Da sind ganz schön viele Schüsse daneben gegangen. Etwas peinlich. Aber ihr wisst ja, ich bin noch nicht so gut auf dem Computer. Zumindest jetzt nicht mit der Steuerung. Wow. Oh, da wäre ich gerade fast reingelaufen. Da ist noch eine. Mann, musste er hier wirklich alles verminen? Was ist das? Oh, irgendwann fliegt was aus meinem Balkon runter, ey. Wenn der nicht aufhört rumzubellen. Ich verstehe sowieso nicht, ne? Warum holt man sich einen Hund, wenn man den nicht unter Kontrolle hat? Das ist so übel. Alter, jetzt ist hier auch noch ein Irrgarten, oder was? Chris, die Sturmtruppen aus Star Wars wären stolz auf dich. So viele Schüsse, die du verschwendest. Gerichtsvollzieher Chris wieder unterwegs. Ja, Mann. Thank you.
Der hat gesessen. Bam. Der hier auch. Ja, egal. Pistolenmuni. Das ist jetzt ja nicht so extrem wertvoll, würde ich mal behaupten. Wo kommst du denn her? Hä? Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch einer. Doch. Also du solltest dich nicht direkt vor mir stellen, wenn ich eine geladene Waffe habe. Das tut meistens noch mehr weh. Nur mal so als kleiner Tipp. So, waren das jetzt alle? Aber ich habe ganz schön viele umgelegt in der kurzen Zeit. Das kann man mir nicht nehmen. Warte mal. Ich denke mal, das hier müssen wir anschieben, ne? Komm. Das Ding ist auf Schienen. So schwer ist es nicht. Arm. Das würde aber wirklich geil kommen, ne? Wenn er jetzt hier unten wirklich noch ruft. Gerichtsvollzieher. Jemand da? Nee, da kommen wir nicht durch. Oh, ich hasse solche unterirdischen Höhlen, ne? Die sind immer so unübersichtlich. Kenne ich. Bei mir ist das Auto bei den Nachbarn. Bei den Nachbarn geht immer die Alarmanlage vom Auto an. Und die bekommen es nicht auf die Reihe, sie wieder auszumachen. Und wenn sie es mal geschafft haben, gehen sie rein und sie geht wieder an. Ja, das ist natürlich richtig ärgerlich. Das würden die bei mir, keine Ahnung, 2-3 Tage machen. Dann würde ich rausgehen und denen einfach das ganze Auto schrotten. Okay. Das war eine Sprengkiste. Lecker. Oh, wir haben Heilung. Nice. The Last of Us wäre kein Spiel für dich bei dem Munitionsverbrauch. Auf der PS4 oder unterschätzt mich niemals auf der PS4. Auf der PS4 war ich ein The Last of Us Profi. Besonders im PvP. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar. Und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Okay. Schau mal unter die Badewanne, mach ich gleich. Hauptsache, der Laptop ist modern und unversehrt. Ja, das ist ja auch die Hauptsache, oder? Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Okay. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt, ist ein bisschen krank. Gesendet. Freitag, 4. November 2015, 2.10 Uhr. Mia, das Mischstück. Fängt schon mal gut an. Ist immer noch irgendwo zwischen Abby, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden. Also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist mir ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie manchmal sogar besuchen. Sie denkt, mir ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Bio-Waffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mir zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Abby krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Ja, freu dich doch. Vielleicht kriegt sie bald auch noch einen Herzinfarkt. So, ich soll ja mal unter der Badewanne gucken, ne? Und was ist da? Ich sehe da nichts. Ah, hier. Steroide. Nice.
können wir gut gebrauchen. Zack. Einmal reinpumpen. Was auch immer das verbessert. Ich habe gerade gar nicht gelesen. Maximale Gesundheit erhöht. Ah, das ist sehr gut. Also ohne Witze, das sieht hier wirklich aus, als ob hier ein Forschungsgelände ist. Boah, stell dir mal vor, ich hätte das gestern noch versucht durchzuspielen, ey. Spätestens hier wäre ich eingeschlafen. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. E-Nock, keine Ahnung, E-Serie, Dosierungstest. 10 Minuten nach Dosis, tot. 12 Minuten nach Dosis, Kalzifikation der Zellen, was auch immer das ist. Bei Olympia darfst du aber nicht mehr anfragen. Warum? Warum darf ich das nicht? Was ist denn das? Ist das eine Bombe? Ah, das ist das Serum, oder was? E. Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren, nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den Nekrotoxin-Behälter. Ah, die haben wir sogar. Nice. Bam. Zellen sterben ab. Bei den Steroiden, die du dir reinspritzt. Ah, das meinst du? Ja, macht doch nix. Die testen dich doch sowieso nur, wenn die Verdacht schöpfen. So, einmal hier gucken, was ist das? Oh, 7 Seiten. Ne, fuck you. Das lese ich nicht. Mir zu viel. Oder wollt ihr wissen, was da steht? Wenn ihr wissen wollt, was da steht, dann lese ich's. Was haben wir hier? Jo, schon wieder so viel. Dann gehen wir mal hier. Ah, hier haben wir wieder ein Safe Room. Nice. Dann können wir wieder... Nein, nicht lesen. Okay. Dann holen wir mal wieder Pistolenmunition raus, oder? Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Das sehen wir mal, falls wir es nochmal durchspielen, für den nächsten Spielstand hier auf. Die restliche Heilung, oder? Pistolenmuni nehmen wir auch. Nur 30 mit, das sollte ausreichen. Hoffe ich zumindest mal. Und Überlebensmesser nehmen wir diesmal noch mit. Dann sollten wir eigentlich ziemlich gut versorgt sein. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, Granaten. Sehr geil. Ich hatte auch mal gesehen, ich hatte auch mal so ein bisschen nachgeguckt. Es gibt ja Leute, die Resident Evil 7 mit Speedrun gemacht haben, ne? Ich bin hier gerade bei 8 Stunden und 7 Minuten. Es gibt Leute, die spielen das in 1 Stunde und 31 Minuten durch. Da frage ich mich, wie geht das? Das würde ich nie im Leben hinkriegen, ey. Nicht mal, wenn ich weiß, wo alles ist. Was haben wir hier? Ein Tastenfeld. Ja, das ist dicht, ne? Da komme ich nicht weiter. Nein, damit dein Spielstand wäre dann bei der Entscheidung von der Dosis geben, mir oder Zoe. Ja, ja, ich weiß, aber es kommt ja hier noch New Game Plus. Und irgendwann werde ich das sicherlich nochmal durchspielen. Spätestens dann, wenn ich mir die DLCs hole. Weil schlecht finde ich das Spiel auf jeden Fall nicht. Es macht schon Laune. Es geht auf jeden Fall klar. Aber die DLCs hole ich wahrscheinlich auch nur, wenn ihr da wirklich Interesse dran habt. Hört ihr das? Evelyn ist hier. Aber wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Evelyn? Wo bist du?
Ich mag das irgendwie, wenn die so rumsummen, ne? Das hört sich irgendwie cool an, ey. Jetzt hat sie aufgehört. Was? Oh fuck. Oh fuck. Scheiße. Renn, 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 renn. Hier bin ich falsch. Oh, keine Muni. Geh mir aus dem Weg, Mann. Scheiß auf dich. Oha, oha, oha. Hier muss ich ganz schnell durchrennen. Und das ist ja alles Sackgasse. Oh, leck mich. Hier lang. Weißt du was? Geh mir aus dem Weg, Mann. Ich weiß, das war gerade Verschwendung, aber ich will hier durch. Alter. Und wenn ich hier durch will, dann haben sie mir aus dem Weg zu gehen. So, hier ist eigentlich relativ gut. Zack. Zack. Danke. Und jetzt halt die Schnauze. Kommt da noch was? Mann, ich will die Schrotflinte eigentlich erst bei Evelyn benutzen. So, dann haben wir wieder Muni. Mann, 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 Mann. Die sind ganz schön hartnäckig hier, die Viecher. Ja, treffen sollte man können. Das muss ich gerade sagen, ne? Oh Mann, ey. Wie viele kommen denn hier noch? Was haben wir da denn? Kann man das mitnehmen? Nee. Das sah nur so aus. Alter, wie groß ist dieses fucking Gebiet denn? Ah, auch noch zwei Stück. Nice. Boah, wie groß ist der denn? Okay. Einmal eine Granate. Wow. Das hat er überlebt. Ja, komm. Alter. Boah, der hat voll an seinen Kopf getroffen. Seid ihr tot? Ja. Wir haben es geschafft. Nice. Bin nochmal weg, Baby. Alles klar, Philipp. Bis denn. So. Ich rüste jetzt mal ganz kurz hier das Messer aus. Weil hier waren nämlich Kisten. Die will ich doch schon gerne haben. Maschinengewehr. Können wir nicht gebrauchen. Habe ich nicht mit. Warte mal, hier war irgendwo noch einer. Da. Aber dass gleich zwei von denen kommen, ne? Und dann auch noch so große, ey. Schon wieder Maschinengewehr. Was soll ich damit? Die ist viel zu schwach.
Egal, Schrotflinte regelt. Aber die haben auch voll die Granaten ausgehalten, ne? Also normalerweise hätten die in 1000 Einzelteile zerfetzt werden müssen. Ah, okay. Hier kommt man durch. Nochmal zwei Kisten. Natürlich wieder Maschinengewehr-Muddy. Karte des Bergwerks. Auch nicht schlecht. Hier einmal speichern. Gut. Mach noch mehr Krach. So weiß sie auch gleich im Voraus, dass wir kommen. Was sollen wir damit? Mit der Puppe? Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind ganz am Anfang. Bist du sicher? Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Ja, Mann. Da hatte unsere Freundin ja gechillt. Dann sind wir in diesen einen Raum reingegangen und dann wurde sie ja entführt. E-001. Okay. Jetzt ist nur die Frage. Warte mal. Er will mit dem E-Nekrotoxin töten. Können wir das eigentlich hier oben hinschieben? Warte mal. Ja. Aber wir können es nicht so ausrüsten. Okay. Ich vermute mal, wir müssen hier lang, oder? Dann sind wir ja sowieso wieder im Haupthaus. Aber den anderen Ding ist ja sowieso die Leiter kaputt. Ganz vergessen. Oh, jetzt können wir das erstmal uns selber sehen. Hey, warte. Wir wissen, wie wir aussehen. Okay. Juckt ihr einfach nicht? Ach, das ist unsere Eide. Okay. Das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld. Sehe ich das? Ja. Das wird noch viel mehr unsere Schuld sein. Dein Tod zum Beispiel. Wo bist du? Ja, warte, ich gehe erstmal hier gucken. Oh, die haben hier umgeräumt. Aha. Auch nicht schlecht. Ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Das war verdammt Bill. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Nee, ich glaub nicht. Oder? Nach oben, nach unten, nach draußen? Ich geh mal lieber nach draußen. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Schneller durch! Du hast mich immer angeschaut. Warum? Warum? Weil du hässlich bist. Ich kann hier nicht durch. Hallo? Geh raus da! Okay, ich glaube, wir müssen auf den Dachboden. Okay. Ja, ein Dachboden ist definitiv richtig.
Alter! Hier ein bisschen zu viel Texas Chainsaw Massacre geguckt, glaube ich. Nein! Steh auf! Hin zu ihr! Ja, warum wohl? Es soll ja auch wehtun. Oh Mann. Hier raus. Lad nach. Ich glaube, das bringt gar nichts, wenn ich auf ihr schieße, oder? Was? You are dead. Aha. Jetzt ist nur die Frage, muss ich auf ihr schießen oder muss ich irgendwas anderes machen? Du. Ich weiß gar nicht mal, ob ich überhaupt noch so viel Munition dabei habe, ey. Kann ich das jetzt skippen, bitte? Nee. Leider nicht. Ja, guck mal, hier ist alles dicht. Da komme ich nicht durch. Der hat gesessen. Das hat richtig gesessen. Die Bomben haben mir noch den Arsch gerettet, ey. Du musst schießen. Ja. Aber die Bomben haben es ja geregelt. Oha. Oha. Was willst du? Guck mich nicht so an. Alter. Ja, dann such dir einen, aber nicht mich. Das ist scheiße, dass die Schrotflinte so eine lange Nachladezeit hat, ey. Warte mal, was liegt denn da? Da rechts neben mir liegt was. Die Waffe, nimm sie. Was ist das für eine Waffe? Mit den Spielchen.
Mach hier nicht so viel! Loi. Da stirbt sie mit so einer Grimasse, ey. Ist sie jetzt tot? Habe ich es jetzt geschafft? Ich hoffe mal. So schwer war es jetzt ja nicht unbedingt, ne? Das waren ja einfach nur Bomben legen und ein paar Mal raufballern. Aber die Bomben, die machen schon echt bösen Schaden, ey. Das ist echt heftig. Ja, hast du durchgeschafft. Oha. Cool, dann haben wir Resident Evil durchgekriegt. Wer bist du? Ich bin Redfield. Chris Redfield, ne. Was? Warum hat das so lange gedauert? Wieso sieht der da so alt aus? Oder so komisch? Der sieht doch eigentlich ganz anders aus. Da ist der alte Bekannte. Ja, ich hab's auch gerade gehört. Ja, leb wohl auf jeden. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das erste Mal hatte ich Mias Verlust akzeptiert. Aber jetzt habe ich sie wieder verloren. Und die einzige andere Tür, die ich sehe, ist zu. Kann ich hier irgendwie noch gucken? Nee, oder? Oh, ich hoffe mal, dass das hier gerade nicht GEMA geschützt ist. Das wäre nämlich fatal. Ja, also, wir haben Resident Evil 7 durch. Ich muss sagen, ich hab's mir nicht so gut vorgestellt, ehrlich gesagt. Also es hat doch schon echt Laune gemacht, ne? Und da hat man auch ein paar echt krasse Jumpscares drinne gehabt. Ja. Sollen wir vielleicht nochmal irgendwelche anderen Horrorspiele in der nächsten Zeit spielen? Sowas wie Outlast 2? Habt ihr da Bock drauf? Weil jetzt bin ich gerade so ein bisschen in Horror-Game-Feeling, wenn ich ehrlich bin. Nee, gehört zum Soundtrack. Okay. Aber der Soundtrack, der ist schon fett irgendwie, ne? Müssen noch ein paar Kickdrums rein. Noch ein bisschen mehr Bass. Dann wäre das richtig fett, ey. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Resident Evil 8 auch so wie dieses Spiel aufbauen oder ob das eher wieder so ein klassisches Resident Evil wird, ne?
Ich meine, das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig mit der Ego-Perspektive bei Resident Evil. Weil man hat ja von jeher eigentlich First Person gehabt. Ja, gerne. Das Spiel ist auch gut. Outlast 2 ist cool. Oh. Na, wenn da schon mal Fans bei sind, dann können wir das ja bald mal in Angriff nehmen. Ich hoffe mal, dass da nicht so viele Jumpscares drin sind. Ich habe ein schwaches Herz. Aber wenn wir das hier geschafft haben, dann werden wir das auch noch schaffen. Hoffe ich mal. Soll ich den Abspann laufen lassen oder soll ich mal versuchen zu skippen? Ah, ich glaube, so lange geht der eh nicht, ne? Oder? Nee, ich glaube, der ist jetzt zu Ende. Ja, jetzt kommen nur noch hier die Credits. Kannst du wegdrücken? Sequenz überspringen. Ja. Das wollen wir auch überspringen. Statistik, Schwierigkeitsgrad, einfach. Spielzeit 8 Stunden 24, Neuversuche 5. Hey, Neuversuche 5 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Für einen Nicht-PC-Profi. Mr. Every Rares zerstört gesamt 6 von 20, antike Münzen 11 von 18, Akten gelesen 22 von 32, Inventarbox geöffnet 41, Arznei... Kräuter verwendet 28, Stabilisierer verwendet 1, Steroide verwendet 2. Okay. Neue Boni freigeschaltet. Schwierigkeitsgrad. Irrenhaus. Waffe. Albert 01R. Obiges wurde in der Inventarbox im Hauptspiel hinzugefügt. Okay. Das ist ja mal richtig geil. So. Spiel laden. Mir finden. Autospeichern. Evelyn ausscheiden. Evelyn mit den... Oh. Oh. Ich habe auf den gleichen Slot gespeichert, wo wir eigentlich extra den einen Slot gelassen hatten, um das andere Ende nochmal zu machen. Kacke. Das merke ich jetzt erst gerade. Nein. Oh Mann, ich wollte das andere Ende auch noch sehen. Ey, das ist jetzt richtig kacke. Ja, was machen wir denn da jetzt? Also jetzt nochmal komplett durchspielen? Auf jeden Fall nicht. Spiel doch Until Dawn. Das habe ich sogar mal durchgespielt auf der PS1. Das habe ich auf der PS1 sogar. Wir können das gerne die Tage mal machen. Da habe ich eigentlich gar kein Problem mit. Aber da muss ich halt von der PS4 ausspielen, ne? Bei Until Dawn. Da muss ich über, wie heißt das, Remote Play, den Spielbildschirm übertragen auf den Computer. So dass ich trotzdem noch Overlay und alles drüber habe. Aber die Qualität wird nicht so extrem geil sein, ne? Wollen wir uns das optionale Ende in YouTube mal ganz kurz angucken, dass wir das dann auch zumindest noch sehen? Weil ich habe hier den Speicherpunkt nicht mehr, sehe ich gerade. Oder ist euch das egal? Ja, okay. dann gehen wir mal ganz kurz aus dem Spiel raus. Jo, bin ges... Warte, was steht da? Jo, bin gespannt, was für ein Ende bekommst. Okay. Dann gehen wir mal auf YouTube. Ja, ist aber nicht so anders. Okay. Schauen wir mal. Na? Machst du YouTube auf? Ein bisschen schneller, bitte.
Okay, dann einmal Desktop-Ansicht. Jetzt seht ihr meine scheiß, mein scheiß Desktop. Hier habe ich nämlich den Chat. Hier oben habe ich einmal den letzten Follower. Und hier oben einmal die Stream-Auslastung und sowas. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, wie ich Opera, also den Internetbrowser, abfilmen kann. Über Fensteraufnahme funktioniert das nämlich nicht. Resident Evil 7, Ende oder Ending. Ist das egal, wenn es auf Englisch ist, oder wollt ihr das unbedingt auf Deutsch sehen? Also mir ist beides recht. Schreibt das mal ganz kurz rein. Ending and Final Boss Fight. High Ending. Das ist alles Englisch. Das ist egal. Okay. Bin kurz weg, hab einen Biss. Jo, alles klar. Wie hieß denn nochmal unsere Freundin? Ich hab schon wieder vergessen. Ich glaub Chloe, oder? Ending Chloe. End of Zoe. Save me. Ah, Mia hieß unsere Freundin. Okay. Mia. Save Mia Ending and Save Zoe Ending. Das geht 27 Minuten. Save Mia Ending. Das geht 12 Minuten. Dann mache ich das an, ne? Okay. Haben wir hier 720p. Schalten wir mal auf 1080p. Oder nee, ich stream ja sowieso in 720p, ne? Kann ich auch auf 720 machen. Dann mache ich mal Vollbild. Stört euch der Chat hier? Sonst mache ich den Chat mal eben ganz kurz weg. Dann kann ich aber keine Nachrichten lesen. Oder ich schieb den woanders hin. Ich glaube, das ist besser, ne? Warte mal. Einmal hierauf. Und da. Dann können wir den nämlich verschieben. Dann gehen wir hier wieder rauf. So. Machen wir mal Vollbild. Und dann schiebe ich mir den mal hier oben hin. Dann sehe ich nur noch eine Nachricht. Oh, ich kann das gar nicht verschieben. Ja, ich halte das einfach dann fest, dass es dann hier oben so bleibt. Und dann wird das schon, denke ich mal. Ja, mehr. Okay. Mich stört das nicht. Okay. Dann lass ich's los. Gute Wahl. Ja, ich war auch mehr auf Mias Seite, ne? Ich hätte auch eher Mia genommen. Aber ich habe die Community entscheiden lassen. Alle wollten, dass ich Zoe mache. Also der Großteil. Und dann habe ich Zoe genommen. Ich werde für die Zeit jetzt auch mal ruhig sein, zumindest da, wo Zwischensequenzen sind. Ethan? Thank you. Who the hell else was I gonna choose? Ethan. If you choose Zoe, she dies. Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Is that the boat? How the fuck did that get here? What the fuck? What is that? What is that?
Alter, was geht jetzt denn ab? Ich bin mal echt gespannt, ob Mia das zumindest überlebt. Habe ich das eigentlich auf maximale Lautstärke? Ja. Okay, you little bitch. Auf jeden. Ah, guck mal, die Waffe. Er hatte da schon mal durchgespielt. Sonst hätte er die Waffe da noch nicht. Interessant, die kann man also schon vorher haben. Aber er streamt in einer ganz schön schlechten Qualität, ey. Das ist bei ihm voll verwaschen. Aber das ist alles schon ziemlich identisch jetzt, ne? Da hatte sich ja denn so gesehen nur die eine Cutscene geändert und dass wir halt nicht im Schiff sein mussten. Das wurde dann so gesehen alles nur geskippt. Dass sie auch nicht checkt, warum, ne? Dass sie muss doch selber wissen, dass das nicht gut ist, was sie tut. Oh, so ekelig, Mann. Das ist so widerlich. Aber warum hat sie eigentlich am Ende so schnell dieses Eiter bekommen? Das haben sie ja bis jetzt noch nicht aufgelöst, ne? Aber er macht das zum Beispiel alles mit einem Granatwerfer. Auch nicht schlecht. Aber ich hatte ja auch keine Muni mehr für den Granatwerfer, ne? Ich habe das ja alles in diese Dicken in der Mine verballert.
Oh, das wird aber ganz schön knapp bei ihm. Ha? Hat aber noch geschafft. Hat er Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. Damit hätte ich jetzt so zum Beispiel überhaupt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber die Waffe ist fett, die er da hat. Die gefällt mir richtig, ey. Die hatte ich eben gerade ja auch, glaube ich, ne? Ja, das ist die, die rechts gelegen hat. Die scheint auch echt heftig Damage zu machen. Und dann mal gucken, ob Mia denn zumindest gleich nochmal wiederkommt. Alter, was ist das für ein Sound auf Englisch, ey? Stimme voll tief von der Alten. Got the gun on us, but die Grimasse von ihr ist aber immer noch am Geizen, ey. So wie sie gestorben ist. Das sieht schon so ein bisschen lustig aus. Bin wieder da. Willkommen zurück. Zoe noch? Nee, wir haben uns gerade das Mia-Ende angeguckt, aber über YouTube, weil ich hatte den Speicherpunkt nicht mehr. Dann hatte ich gerade nachgefragt, ob wir das in YouTube gucken wollen. Und da hatten sie Lust zu. Deswegen habe ich das hier angemacht. Ja, Mann, Mia ist noch da. Jetzt sieht sie auch wieder so aus, als ob man ihr wieder einen Schmatzer aufdrücken kann. Ja, Mann, das geht auf jeden Fall klar. Ja, krass, ey, dann hat er seine Freundin wirklich noch gerettet, ey. Das ist heftig. Finde Zoes Ende trotzdem besser. Naja, aber unsere Freundin ist noch am Leben, ne? Das ist ja unser Ziel gewesen am Spielanfang, um unsere Freundin nach Hause zu holen. Und das hat das Ende ja damit erreicht. Kannst du noch den Gratis-DLC zocken? Es gibt ein Gratis-DLC? Da gucken wir gleich mal. Wusste ich gar nicht. Resident Evil by Hearts. Okay, dann haben wir schon mal das abgeschlossen.
Dann darfst du Chris zocken. Warte mal, ich guck mal. Steam. Shop. Warte, ich mach das mal ganz groß. Resident Evil 7. Das ist der Teaser Beginning. Das ist das auf jeden Fall nicht. Resident Evil 6. Kann man das hier irgendwo einstellen, dass das DLC ist? Nee. Oder? Hier an der Seite vielleicht? Nee. Wie heißt das denn genau, das DLC? Hier scheint es gerade nicht aufgelistet zu sein. Warte mal, ich guck mal ganz kurz in Google. Evil kostenloses DLC. Musst auf Resident Evil 7. Unten stehen dann die DLCs. Ah, okay. Warte mal, dann schalte ich nochmal ganz kurz auf den Stream-Bildschirm um. So. Dann Zusatzinhalte. Ja, dann wird Zusatzinhalte sein, ne? Zoes Ende. Kein Held. Nee, das ist das bestimmt nicht. Vielleicht auf mehr. Online-Store. Zum Store wechseln. Machen wir mal. Season Pass. Bandit Footage Volume 1. Nee. Ah doch, hier. Chris Redfield kehrt in dieser kostenlose Zusatzepisode für alle Spiele von Resident Evil 7 zurück. Hab's gefunden. Dann muss ich mal ganz kurz hier mein Geburtsdatum eingeben. 22. September 1990. Ja, ich guck gerade. Bibliothek. Steam installieren. Steam jetzt installieren? Nein, ich habe doch Steam installiert, du Trottel. Habe ich das jetzt runtergeladen? Oder? Warte mal. Zusatzinhalte. Kein Held. Kann ich da schon zocken? Neues Spiel. Not a Hero. Neues Spiel, wieder auf einfach. Geht das lange, das DLC? F weiter. Company. Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Also der Season Pass lohnt sich auch, wenn er etwas teuer ist. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein. Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Aber kannst du nachlesen und dich dann entscheiden? Okay. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier was umstellen. Ich muss den Chat wieder nach links ziehen. Weil jetzt ist der gerade oben rechts und da ist ja gleich das Inventar. So, erweitert. Durchklicken, aktivieren. Genau. Umbrella. Okay, oh. Bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris.
Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lukas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? 3 unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Was hat der denn hier noch so für Waffen? Das hier ist... Oh, nice! Spiegelreflexvisier. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Granate. Ja, Mann. Alles klar. Es kann losgehen. Jetzt fühle ich mich wieder so ein bisschen wie ein Ego-Shooter. Viel Spaß beim Ballern. Danke. Also hatte ich doch recht, dass das hier ein Labor ist, ne? Und das geht sogar genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Das ist auch nicht schlecht. Wow. Ja, Mann, damit lässt es sich auf jeden Fall einfacher zielen. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Das Labor ist gleich davor. Was war es, was Lukas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Ja, wir kennen uns ja zum Glück hier schon ein bisschen aus. Was geht ab? Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab euch gesagt. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh. Und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios! Muchachos! Scheiße. Gib dem Mann ein Visier und er kann treffen. Ja, Mann. Ja, das Feeling ist so viel besser, ne? Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Jetzt habe ich gar nicht gehört, was die eine gesagt hat. Jetzt bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Ah, hier sind wir gar nicht durchgekommen vorhin. So, der ist schon tot. Ah ja, ich gebe ihm noch schon Mühe. Ich bin schon schnell. Achso. Aber jetzt ist die Sichtempfindlichkeit auch irgendwie anders. Das spielt sich jetzt original. Wie Call of Duty. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicherlich rekrutieren? Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst. Aber das haben sie schon fett gemacht, ne? Dass sie jetzt hier so gesehen dann ein Gebiet erweitert haben. Hinter der Tür, wo wir zuerst nicht durchgekommen sind. Ey, das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Oha. Da geht's dann bestimmt auch weiter. Warte mal. Mal ganz kurz gucken, was hier hinter ist. Boah, das ist alles so lang. Dann suche ich erstmal hier die Haupthalle ab, oder? Was ist das? Ein Clown. Das kann ich hier nicht verwenden.
Ja, da muss ich denk ich mal alle vier Bereiche durchsuchen und irgendwas sammeln. Ah, hier haben wir wieder diese Münzen, ne? Haben wir welche im Inventar? Nee. Hier kommen wir nicht weiter. Okay, dann fangen wir mal bei der Tür da hinten an. Das ist dann so gesehen ja die erste. Bin ich mal gespannt. Aber ich verstehe nicht, warum sie das nicht im Nachhinein so gepatcht haben im Hauptspiel, dass man auch so eine Waffenführung hat. Das würde einiges einfacher machen. Weil ich kann das immer so schwer abschätzen mit diesem Punkt, so weißt. So, mach mal auf. Hallo, jemand da? Oh, hier ist schon wieder dieses Giftdings. Komme ich hier durch? Nee. Alles klar. Wir müssen da rein. Ganz schnell durchlaufen. Geschlossen. Hochinfizierter Filter erforderlich. Nein. Scheiße, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Kacke. Kein Plan, sicher, dass sowas nicht in die Einstellung ist. Also wo ich geguckt hatte bei Steuerung, da war sowas auf jeden Fall nicht da. Warte mal, wie fülle ich denn mein Dings wieder auf? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Was ist das? Arzneispritze. Aha. Umbrella-Ziele. Einsatzbesprechung-Dokument. Man muss ja irgendwie sein Oxygen wieder auffüllen. Weiß das einer von euch, wie das funktioniert? Oder muss ich einfach nur wirklich schnell sein? Aber die müssen ihre Soldaten doch zumindest so weit ausrüsten, dass man in solchen Situationen etwas mehr Sauerstoff hat. Sauerstoff geht automatisch wieder voll. Oha, da muss ich aber echt schnell sein, ey. Du musst zu Roten Tor. Okay, ich versuche mich mal jetzt richtig zu beeilen. Ich lese gleich. Ich versuche mich jetzt hier mega zu beeilen. Geschlossen. Renn durch, renn durch. Da komme ich doch niemals durch. Also ich bin jetzt schon wirklich schnell gelaufen, ne? Vielleicht gehen wir lieber erstmal zu den Rechten. Vielleicht ist es da nicht. Weil jetzt im Moment hat das anscheinend echt keinen Sinn. Das würde Sinn machen. Glaube auch. Ah, warte mal, hier rechts oben waren wir noch gar nicht, ey. Dann gehe ich auch mal ganz kurz hoch. Nur mal, um zu gucken, was hier so ist. Ah, hier kommen wir gar nicht runter. Okay. Da hat sich das auch schon wieder geregelt. Dann mal schauen, was sich hinter dieser Tür hier verbirgt. Oh, hier ist sogar noch ein Kamerad von uns. Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Halt durch. Ich beeil mich. Oh, das mit dem Visier ist richtig cool, ne? Dass man hier so ein richtiges Visier hat. Feier ich auf jeden Fall. Ich schätze mal, hier wird ein Tor kommen. Und? Ja, ich hatte recht.
Alter, wie viele kommen denn hier noch? Der steht auch schon wieder auf. Jetzt bleibt ihr aber bitte liegen, ja? Boah, was? Alter Schwede. Tot? Ja. So, jetzt kann ich lesen. Das ist von der, von den Entwicklern beabsichtigt, da Ethan den Untergang mit den Waffen nicht gewohnt ist und er schon. Ah, okay. Warte mal, ich habe jetzt nur noch 5 Schuss, oder was? Für die Schrumpflinte habe ich nur 5 Schuss, die hebe ich mir auf jeden Fall für dicke Gegner jetzt auf. Zähnschlüssel. Dein Ernst? Warte mal, wo geht das Seil hin? Also jetzt mal ganz im Ernst, warum schießt man das Seil nicht einfach durch? Jetzt müssen wir hier auch noch irgendwie so einen Mechanismus... Ah, eine Kurbel brauchen wir, okay. Warte mal. Ich glaube nicht, dass die Kurve hier weit weg sein wird. Was ist das? Zahnrad. Ich glaube, das ist das. Oder? Ja. Was? Wir brauchen noch was. Willy? Okay. Kein Problem. Wir finden das. Hoffe ich mal. Was ist das? Ah. Das waren Munition. Antike Münze. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Das Tor können wir nicht aufmachen, ne? Nee. Ja, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, da wird, denke ich mal, nicht was sein, was wir für hier brauchen. Ah, hier ist die Kurbel. Gott. Da haben wir alle Teile, glaube ich, gefunden, oder? Kurbel. Das ist schon besser. Das DLC ist voll lame. Findest du? Bitte sag mir, was ich da sehe. Oha. Lauf, 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 lauf. Ah, okay. Du brauchst Gramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Gut. Erstmal hole ich aber noch den Zähnschlüssel. Wir müssen hier unseren Kollegen rausholen. So. Nimm. Gut. Ciao. Wir sehen uns bestimmt noch wieder. Aber erstmal hole ich hier ab. Also wir brauchen auf jeden Fall spezielle Munition für den. Mit der normalen Munition komme ich da nicht weiter. Den kannst du nicht kaputt machen. Ja, ich habe es gerade gemerkt. So, von da sind wir gekommen. Hier müssen wir rein. Dann machen wir mal zu. Dann holen wir jetzt erstmal unseren Kollegen. Ach ja, das ist wieder hinter uns. So, ich bin wieder da. Dein Lebensretter. Was geht ab? Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Und das hättest du eben nicht sagen können, oder was? Na toll. Oh, Mist. Nimm den Filter. Von meiner Maske. Schnell. Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Nimm das Messer und schneid ihm doch die Seile durch. Oh. Nimm seinen Filter. Nimm seinen Filter. Okay. Auch nicht schlecht.
Peter her. Schneller. Tut mir leid. Lukas. Hocheffizienter Filter. Ja, jetzt können wir auch durch die andere Dings durch. Aber wer denkt sich sowas aus, ey? Aber ganz im Ernst, ne? Er hätte eigentlich nur aufhören müssen, mit ihm zu reden, hätte das Messer ziehen müssen, ihn die Seile abtrennen, dann wäre der da rausgekommen. Zu 100%. Aber daran denkt er nicht, ne? Haben wir hier noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Nee. Gut, dann gehen wir jetzt durch das andere Tor. Aber was sind das hier für Sporen? Also das können doch nicht die gleichen Sporen sein von der Pilzoma. Hier muss denn ja noch irgendwas anderes sein, was so heftig ist, oder? Kannst nicht abwarten, das Adler in die Finger zu kriegen. Denk daran, dass wir ihm Leben brauchen, Chris. Ja, ja. Ja, Chris ist erstmal hier so richtig abgefuckt. Er ist eigentlich nur gewohnt, Leute umzulegen. Aber spielt das eigentlich in der vorigen Zeit oder ist das schon eher in der hinteren Zeit? Also jetzt so weit fortgeschritten wie jetzt in dem Film ist es auf jeden Fall nicht. Das kann ich mir schon denken, aber... Ach, keine Ahnung. Da hinten war ja auf jeden Fall noch so ein Viech, ne? Was haben wir hier? Handgranate. Ah, den kann ich auch nicht umlegen. Spielt in der Gegenwart? Okay. Das erklärt auch, warum ich den eben gerade nicht abballern konnte. Der hat genau so eine komische Regenerationshaut. Alter, den Weg hätten wir niemals geschafft, ey. Never. Was ist das? Nervengift-Handgranate. Ach, das ist auch so ein Ding, okay. Ich verstehe. Verschlossen. Ah, hier geht's weiter, okay. Muss mich hier erstmal zurechtfinden. So ein bisschen unübersichtlich hier mit dem Nebel und diese schmalen Gänge. Er hat auch keine Taschenlampe, ne? Er ist ein Soldat, aber kriegt keine Taschenlampe mit. Oha. Warte mal. Lass mich mal an die Tür. Mensch. Nachtsichtgerät erforderlich. Den muss ich jetzt hier mal eben weglocken. So. Und mach das mal zu. Okay. Also wir kriegen auf jeden Fall noch ein Nachtsichtgerät. Was haben wir hier denn? Oh, hier haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Nachtsichtgerät. Das ging aber fix. Was steht hier? Dieses Gerät fügt den Umbrella HMD-System Nachtsichtfunktion hinzu. Das Gerät verwendet Bildverstärkung, um den Nutzer eine bessere Sicht in Umgebung mit geringem Lichtfall zu ermöglichen. Es erlaubt den Nutzer zudem, bestimmte Lichtstrahlen wie etwa Infrarotstrahlen zu sehen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Nice. Hohe Technik. Hier haben wir nochmal so eine komische Dingsens. Anti-Regenerations-Munition. Ah! Die weißen Varianten erledigen können. Gut. Da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht einfach so verballern. Kannst du mal The Bigfoot spielen? Dick Bigfoot? Das Spiel kenne ich gar nicht. Können wir mal, nachdem wir das DLC hier durch haben, können wir das mal angucken in YouTube? Dann kann ich dir das sagen. Warte mal, habe ich das jetzt gelesen? Nee. Diese Munition vom Typ
Ramrod für Rapid Acting, keine Ahnung, beziehungsweise rasch wirkende WC-toxische Kugeln wurde speziell für den Kampf gegen Fungus-basierte Biowaffen entwickelt. Die Kugeln setzen bei Aufprall ein Toxin frei, das nicht nur rasch Zellenembran von Fungi zerstört, sondern auch die Regeneration von verlorenen Gewebe verhindert. Ein Schuss alleine genügt, um das Ziel auch durch herkömmliche Angriffe verwundbar zu machen. Ah, das heißt also, wir müssen einen Schuss da reinmachen und den Rest können wir dann halt mit den normalen Waffen machen. Okay, das ist auch schon mal sehr gut zu wissen. Was ist das? Flintenmuni. Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Ist hier noch irgendwas? Ne, scheint nicht so. Okay. Dann geht's weiter. Also hier vorne ist ja auf jeden Fall ein so ein Viech. Okay. Wo bist du? Guck mal, jetzt weiß er, dass ich so eine Munition habe. Und jetzt ist er schnell abgehauen. Der Sack. Oh. Hier haben wir Kisten. Und zwar jede Menge. Ah, okay, hier geht so ein komischer Schaft runter. Flintenmuni. Mal runterspringen. Oha. Ich glaube, hier nehme ich mal lieber wieder die Schrotflinte, oder? Nee. Handfeuerwaffe reicht aus. Normale Muni? Was ist das denn? Ist das Blut? Ich bin hier gerade so ein bisschen ruhig, weil ich gerade auf Fußschritte achte. Nicht, dass mich hier irgendwas wieder erschreckt. So, jetzt müsste eigentlich ein Fahrstuhl kommen, ne? Oder? Ich habe jetzt hier auf jeden Fall irgendwas aktiviert. Hallo? Vielleicht dauert das auch nur ein bisschen länger. Nochmal. Ah, keine Stromversorgung. Oh. Ja gut, bei diesem ganzen Pilzbefall kann man sich das aber schon erklären. Uch, scheiße. Da wollte ich gar nicht draufdrücken. Wie kriegen wir denn hier Strom wieder rein? Hier ist ein Sicherungskasten. Können wir damit interagieren? Nee. Sieht nicht so aus. Ich glaube, wir müssen wieder hoch, oder? Guck mal, das Ding hat auch so im Dunkeln geleuchtet. Und da können wir hier noch... Ah! Okay. Den müssen wir, glaube ich, wieder nach oben ziehen. So. Ich glaube, das wär's dann, oder? Wie sieht's aus? Strom da. Keine Stromversorgung. Da müssen alle Hebel, glaube ich, runter. Aber das mit dem Nachtsichtgerät, das ist schon irgendwie cool, ne? So, den nach unten, den auch. Als ob das so schwer wäre, diesen Hebel umzulegen, ey. Ich bitte dich. So, jetzt müsste aber doch Strom da sein, oder? In der Stromversorgung. Hä? What the fuck? Muss man da wieder so einen Code oder so eingeben? Ich versuch mal den hoch. Da musste ja sicherlich auch ein Geräusch kommen oder so, ne? Dann den hoch. Ah. Okay. Wow. Wo sind wir? Sind wir hier bei Alien oder was?
Mann, die kleinen Vier sind ja voll klein, ey. Oder ab. Wow, Alter, wie viele sind das? Drück den Knopf, drück den Knopf. Keine Muni mehr. Oha, oha. Fahrstuhl? Haut ab. Nix da. Okay, wir haben keine Pistolenmuni mehr. Kann ich wieder welche herstellen? Nee, ne? Nee. Ich hätte eigentlich auch eine Handgranate werfen können. Ja, müssen wir jetzt die Schrotflinte nehmen. Kommen wir nicht drum herum. Was haben wir hier? Antike Münze. Oh, nice. Die Munition können wir gut gebrauchen. Keine Ahnung, was da gerade stand. Ah, jetzt ist hier so ein dickes Ding. Einmal auf G. So. Oh, ein Schuss hat gereicht. Ein fucking Schuss. Alles klar. Heftig. Warte mal, ich lade gleich mal komplett nach. Achso, hat er schon. Was zum Fick? Glaube ich, muss sie die ganze Zeit geduckt laufen, ne? Ja. Lol, das war eine Begrüßung, ey. Die kommen beide um die Ecke durch, kriegen zweimal einen Headshot und weg sind sie. Alter Schwede. Also jetzt kann man wirklich nichts mehr gegen meinen Aim sagen. Schlecht ist es nicht mehr. Jetzt geht's. Und ich weiß den Weg nicht mehr. Achso. Was haben wir hier? Ah, okay. Jetzt ist nur die Frage, müssen wir da lang oder müssen wir da lang? Ich glaube hier, ne? Oh, 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 oh. Wir müssen wieder da hin. Ah! What the fuck? Wie sollen wir da denn bitte vorbeikommen? Da kommen wir doch niemals durch. Wir haben noch drei Heilungen. Was ist das? Ah, da kommen immer mehr. Warte mal, ich glaube, wir müssen die Viecher dahin locken. An die Dinger hier. So. Oh nein. Kann man den wegmachen? Kann den wegmachen? Ne, das lasse ich mal lieber. Da kommen auch immer mehr, ey. Alter. Ja, anders kommen wir da nicht dran vorbei, ne? Das ist das Problem. Ah, das ist eine dicke. Mann, müsst ihr mir hier alle so einen Stress machen? Da lang? Keine Ahnung. Geht das? Ja. Ich brauche unbedingt wieder langsam Munition, ey. Du musst aber dadurch, sonst kommst du nicht weiter. Alter, was war das denn? Ja, wie sollen wir da daran denn aber vorbeikommen? Das ist das Problem.
Die ballern mich tot, wenn ich da lang lauf. Meinst du, wir können da einfach so durchrennen? Ich bin mir da gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Also mein Plan wäre jetzt eigentlich gewesen, dass ich wieder zu der Haupthalle gehe, zu den anderen Tor und dass wir den ganz Großen da erstmal killen. Oder? Ja, oder wir versuchen da einfach durchzurennen. Wir können es versuchen, mehr als sterben können wir nicht. Machen wir das mal einfach. Wenn ich noch den Weg weiß. Ich glaube, hier war das. Danke. Jetzt gibt Ruhe. Ja, hier war das. Ja, ist gut. Bleib ruhig. Okay. Nee. Ich glaube nicht. Das sieht nicht so gut aus. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, zur Halle zurück. An den Vieren kommen wir nicht vorbei. Vorerst zumindest nicht. Wir müssen die irgendwie ausschalten vorher. Und das müssen wir, glaube ich, in einen anderen Raum machen. Mal gucken, was hier ist. Flintenmuni. Pistolenmuni. Ach, das ist wieder so ein Dicker. Okay. Ich verstehe. Was ist das? Antike Münze. Alter, wir finden hier so viele antike Münzen. Dietrich. Na gut, dass wir noch Flintenmuni gefunden haben. Was ist das? Nervengift-Handgranate. Ey, das ist hier voll der Irrgarten, Mann. Ich weiß gar nicht mehr, von wo ich überhaupt gekommen bin, wenn ich ehrlich bin. Wow. Alter, hab ich mich gerade verjagt. Manchmal sind die aber auch echt ätzend, weil die dann immer genau in einer Ecke vor einem stehen. So, jetzt haben wir nur noch zwei Flintenschüsse. Und dann war's das. Da ist schon wieder so ein MG. Ah, hier geht's raus. Okay. Tür zu. Nee, dafür brauchen wir irgendeinen Schlüssel. Ich glaube, den kriegen wir, wenn wir den dicken platt machen. Wenn nicht, dann kommen wir hier einfach nochmal zurück. Oder? Das klingt doch nach einem Plan. Warte mal, war da nicht auch ein Tor? Nee. Da war kein Tor. Komm, machen wir erstmal hier den dicken. Wird schon schief gehen. Ich bin zurück. Ah ja, da müssen wir... Ja, stimmt. Ein Fahrstuhl wieder. Aber das DLC ist mehr so actionmäßig, ne? Habe ich das Gefühl. Kommt mir auf jeden Fall so vor, dass die hier mehr Wert auf Action gelegt haben und weniger auf Horror. Da ist er. So, bist du bereit zu sterben, mein Freund? Das war easy.
Aua. Was passiert mit dem? Ah, der gebärt diese Drecksviecher. Los, weg, 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 weg. Handgranate. Und gleich eine hinterher. Warte mal, ich glaube, wir können an seinen Kopf. Irgendwas können wir an seinen Kopf, glaube ich, machen. Der muss nur wieder auf die Knie gehen. Genau. Jetzt an ihn ran. Ja, Alter, er gibt ihm so einen Kinghaken, dass er sich rückwärts überschlägt. Auf jeden, Chris. Auf jeden. Und nochmal. Jo, das war's. Nice. Hier ist ein Schlüssel. Das wäre zum Vorteil. Nee, sieht nicht so aus. Aber das ist schon echt OP, ne? Mit diesen Munitionsdingern hier. Gefällt mir aber auf jeden Fall. Handgranate. Und die Handgranaten gefallen mir noch mehr, wenn ich ehrlich bin. Pistolenmuni. Sehr gut. Guck mal, wir haben hier gar nicht alles so wirklich durchgeguckt. Hier ist noch eine Tür. Da brauchen wir auch wieder einen Schlüssel für. Wo kriegen wir diese Schlüssel her? Das ist jetzt die Frage. Ich habe keine Ahnung, ey. Hm. Habt ihr eine Idee? Wo man das herbekommen könnte? Kommen wir hier eigentlich? Nee, hier kommen wir nicht durch. Wenn das wirklich in diesen Gängen ist, ne? Da muss man sich ja erstmal drinnen zurechtfinden. Das ist ja fast wie ein Labyrinth da. Und da kommen auch so viele von diesen Viechern. So viel Muni haben wir gar nicht. Warte mal. Hier ist auch nichts. Hm. Warte mal. Da war was. Antike Münze. Ich habe keine Ahnung. Ich bin voll überfragt, ey. Vielleicht hier ein Hauptraum. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Haben wir hier irgendwas in der Kiste? Ja. Ah, hier ist noch eine Tür. Da waren wir noch nicht drin. Dann mal gucken, was uns hier erwartet. Oha. What the fuck? Was war das? Was war das? Okay. Muss man nicht verstehen, oder? Waren das Feuerplatten? Ich glaube, das hier ist so eine Art Feuerplatte, wenn man darauf kommt. Der hat hier wieder alles. Ja, alles klar. Der hat hier alles vermint, ey. Scheiße. Hier durch. Da sind wieder Bomben. Komm, ich gehe erstmal hier lang. Und guck mal, was hier ist. Ah. Dafür brauchen wir einen Dietrich. Haben wir sogar.
Gott. Müssen wir uns jetzt hier durchschummeln? Oh Mann, ey. Mit mir am Arsch. Manchmal legt er die Bomben aber auch so abgewichst, dass man die erst in den letzten Moment sieht. Und dann ist es schon zu spät. Hier sind zwei. Das ist aber wieder gut mit den Dingsens, ne? Ja, hier zum Beispiel. Die Dinger sieht man nicht durch ein Nachtsichtgerät. Da muss man schon ganz genau hingucken, ey. Hier durch. Das müssen wir da durchschieben wieder, ne? Ja. Dann schieb mal. So, und wir gucken mal, ob hier irgendwas ist. Ah, von... Ja, komm. Genau. Fett los. Mann, ey, hier findet man aber echt wenig Munition. Ich würde schon gerne wieder ein bisschen mehr Flintenmuni haben. Was ist das? Nee, das ist glaube ich nicht richtig, oder? Nee. Du musst wieder zurück. Den hier müssen wir schieben, oder? Ja. Ah, das ist so ein kleines Rätsel hier wieder. Erstmal müssen wir den schieben, dann den linken da wegschieben. Also jetzt muss der hier, glaube ich. Oh. Bleib doch weg. Die müssen wir, glaube ich, hier reinschieben, ne? Ja. Die müssen wir hier reinschieben. Dann können wir den nämlich durch das Tor schieben. So. Und den jetzt dadurch. So ist es richtig. Erstmal gucken wir hier. Kann man das aufmachen? Nee, ne? Nee. Oha, da geht's auch weiter. Dann gucken wir erstmal da. Ich glaube, hier geht's nicht gerade weiter, ne? Nee. Hier ist auch nichts zum Einsammeln. Ja gut, dann müssen wir da lang. Oh Mann. Hier hat er seine Rätsel wieder aufgebaut. Diesen Clown da, den kennen wir alle. Was kommt jetzt wieder für eine abgefuckte Scheiße? Flintenmuni. Nice. Flintenmuni können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Mal nachladen. So, was will er denn hier mit den Klauen wieder? Dann hau mal raus. Ja, der will hier wieder irgendwas schreiben. Wir müssen hier wieder... Wir müssen ihn hier Pappe und einen Stift wieder hinlegen. Was? Von wo? Kam der denn her? Muss man nicht verstehen, oder? Kommt noch einer? Bei der Headshot! Und hier kommen wir nicht durch. Dann müssen wir erstmal, glaube ich, weiter geradeaus gehen. Okay.
Mal gut, dass wir so viele von diesen Munition haben. Ich mach das erstmal hier zu. Bin dir gar nicht so sicher. Ah, da brauchen wir einen Schlüssel. Ah, den haben wir, glaube ich. Oder? Ja. Nachtsicht. Oha. Leck mich am Arsch, ey. Da kriegen wir hundertprozentig eine Explosion ab. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat da wieder irgendwas Fieses hingemacht. Womit man nicht rechnet. So, erstmal hier. Dann hier. Und da. Oh, wow. Wir haben doch keine Explosion abbekommen. Hey, geht's dir gut? Ey, das gibt's nicht. Halte durch. Bin unterwegs. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Also da kommen wir definitiv nicht lang. Hier vielleicht? Ne, da. Wir müssen hier rum. Hier an der rechten Seite runter. Oh Mann, das ist so eng. Ich will hier nichts auslösen. So. Haben es geschafft. Was geht jetzt ab? You are dead. Ja, das war eine Zwischensequenz. Was hätte ich machen sollen? Das hier hat nichts mehr mit den normalen Games zu tun. Ja, also Horror ist hier auf jeden Fall nicht wirklich. Hey, geht's dir gut? Das stimmt schon. Aber es ist jetzt nicht schlecht, finde ich. Es geht auf jeden Fall klar. Also wir müssen hier irgendwas, denke ich mal, vorher deaktivieren. Dass er das nicht mehr aktivieren kann, dass die Dinger sich hier drehen. Erstmal hier lang. Und da. Ja, du halt mal eben durch. Ich guck hier noch weiter. Was ist hier? Aha. Ich verstehe. Jetzt sind sie alle aus. Da der DLC gratis ist, null Problem. Ja, finde ich aber auch. Hey. Hey, bist du noch bei uns? Ja, du bist's. Danke. Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen. Nein, nein. Ich glaube, wir kommen hier raus. Glauben oder wissen? Also wir können uns hier nicht auf Glauben verlassen. Lucas ist ein verdammter Irrer. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, er oder diese Dinger. Wir müssen hier raus. Hundertprozentig stirbt er. Da oben kommen wir raus. Oh, Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Scheiße! Scheiße, Scheiße! Nimm mir das Teil ab! Nein! Das war so klar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christopher, aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. Ja, dann lass drei es doch. Männer, Lucas. Drei meiner Männer sind wegen dir tot. Das endet. Und zwar sofort. Ich glaube nicht.
einer Minute sind es 4 tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann wirst du sterben. Also, ich denke mal, wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Wohl ein Problem. Damit er nicht mehr so viel... Geh zurück zur Haupthöhle und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen. Was hat sie gesagt? Ich hab's gerade nicht verstanden. Ah! Genau, jetzt werde ich panisch und jetzt vergesse ich, dass hier Sprengfallen sind. Fuck. Keine Zeit für euch, Jungs. Null Zeit. Und hier sind ja auch die Dinger. Und ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Okay. Chris, gute Nachricht. Die Videos der ersten Einheit zeigen Kanister mit flüssigem Stickstoff in der Nähe. Vielleicht kannst du mit Einfrieren die Bombe entschärfen. Wo sind die Kanister? Das Lager im Abbauraum des Bergwerks. Geh durch das rote Tor. Okay, mach ich. Ich bin gerade voll angespannt wegen der Zeit hier. Das macht mich vogelig, ey. So, ich bin hier. Das ist das Tor. Muss ich hier lang, oder was? Rede mit mir. Keine Zeit für dich. Flüssige Stickstoff, flüssige Stickstoff. Da ist auch... Okay, du hast gewonnen. Jetzt sei leise. Flüssige Stickstoff, Mann, ich sehe keinen flüssigen Stickstoff. Komme ich jetzt hier durch? Schlüssel. Oh, sauber, das passt sogar. Jetzt sind wir hier hinter dem Tor, glaube ich, ne? Jetzt habe ich auch keine Spezialmunition mehr. Der flüssige Stickstoff ist gleich da vorne. Gleich da vorne, ja toll. Geht's ein bisschen genauer? Schrotgewehrmuni? Ja, ist klar. Oh fuck. Na gut, dass ich... Ich schnack gleich wieder ein bisschen mehr. Ich bin gerade nur hochkonzentriert. Sorry. Man, leg die auf den Boden, Mensch. Alter, wie viel hält der denn aus? 3-Auto. Gleich habe ich nur noch einen Schuss. Ne, ich habe jetzt sogar nur noch einen Schuss. Das war's.
Oha. Ah, okay. Neu starten. Ich schaff das noch. Hab mich nur ein bisschen blöd angestellt. Blindmoni. Wir müssen ganz schnell da durchrennen. Oh Mann. Hätte ja klappen können. Los! Danke. Jetzt zweimal Handgranate. Und die nächste nochmal. Dann müssen wir ihn nur noch einmal zu Boden kriegen und dann haben wir es, glaube ich. Oh was? Wieso ist der nicht am Boden? Alter! Keine Muni mehr! Ja, dann muss ich die guten Dinger jetzt verballern. Warte mal, was ist das? Handgranate. Sehr schön. Jetzt nur noch einmal. Ein fucking Mal noch. Dann müsste er sterben. Nein, mal verpisst euch! Oh, er ist tot. Mann! Waren sie da? Waren das alle? Ja. Oh Gott, ist das ein Stress hier. Geh hoch da! Achso. Okay. Bisschen Stickstoff, komm her. Schief geht. Es hat geklappt. Werd's los, bevor es auftaucht und neu startet. Mist! Werf weg! Oh. Alles klar, Chris? Nein. Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. Das war ganz schön knapp hier, ne? Wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden. Also müssen wir jetzt wieder ganz zurück, oder was? Ich glaube schon. Warte mal. Aber ich glaube nicht, dass das DLC noch lange dauert. Also jetzt sind ja alle seine Freunde tot, ne? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Bohrmaschine, glaube ich, aktivieren. Und dann kommen wir zu ihm. Und dann sollte das eigentlich vorbei sein. Ach ja, hier ist ja wieder der Ausgang. Wie gefällt euch denn bis jetzt das DLC? Also ich muss sagen, es ist anders, aber es ist in Ordnung. Macht auf jeden Fall schon Laune. Nochmal das Tor hier aufmachen und dann sind wir, glaube ich, da, oder?
Ich glaube, das Ding ist das, was auf dem Bild war. Ah, wir haben den Schlüssel sogar. Okay. Na, was kommt jetzt? Macht das Ding jetzt uns platt, oder was? Nee, ne? Ist jetzt hier an der Seite eine Tür? Ja, hier kommt eine Tür. Ist halt für die Fans von Resi 5 und 6. Oh, Muni. Muni. Danke, 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 danke. Jetzt erstmal hier nachladen. Ah, das war sogar, glaube ich, die gute Munition. 26 Flintenschuss, ey. So finde ich es geil. Naja, bin kein Shooter-Fan. Hast du Muni? Da brauchst du viel Muni. Ja, jetzt habe ich wieder mehr als genug, glaube ich. Naja, ein wirklicher Shooter-Fan bin ich auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich Shooter spiele... Immer noch bei uns, wie ich sehe. Sehr beeindruckend, mein Freund. Sehr beeindruckend. Schauen wir mal, wie beeindruckend du wirklich bist. Also wenn ich Shooter spiele, dann immer meistens, wenn das Survival-Elemente hat. Oder so. Aber sowas wie Call of Duty und so, naja, sowas spiele ich eigentlich so gut wie gar nicht. Und wenn, dann nur ganz selten. Gibt aber sehr gute Ausnahmen, zum Beispiel Bioshock. Das einzige, was ich mal gespielt habe, also jetzt richtig aktiv, war Destiny. Destiny habe ich ganz lange gespielt, aber den ersten Teil halt, ne? Oh, Alter, leg dich hin. Wie viele kommen denn jetzt hier, bitte? Ich muss auf jeden Fall immer auf den Kopf schießen. Oh Mann, ich kann nicht so schnell durchzwitschen. Boah, Alter. Wie viele denn noch? Alter Schwede. Du bist langsamer, Christopher. Wurdest ja fast erwischt. Was glaubst du, wie viel mehr davon du noch aushältst? Ja, ich würde sagen, nicht mehr viele. Ja, damit one-hit ich die Viecher, also die Dicken zumindest. Oha. Okay. Okay. Nichts mehr, okay? Ich hab nichts mehr übrig. Von mir bekommst du kein Mitleid, Arschloch. Ich weiß, ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Furchtbare Dinge. Hab deine Männer gekillt. Gefoltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Starte Countdown zur Detonation. Oh, hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick-Tack, Christopher. Tick-Tack. Mich umlegen will, schlägt mich um. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul. Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich brennen sehen. Aber ich kann nicht. Ich werde woanders gebraucht. Bye bye. Okay, ich muss hier ganz schnell raus. 7. Ich komme hier nicht raus. Ich habe auch kein Nachtsicht mehr. Abtörner. 6. Ah, okay. Mist. Resident Evil 7 hätte ich gerne mal im VR getestet. Ja.
Das stelle ich mir auch relativ heftig vor. 3, 2, 1. Und gleich bin ich tot, ey. Kommt schon. Komm. Unter da. Ja, Chris Redfield ist auf jeden Fall dafür bekannt, dass man ihn nicht so schnell tot kriegt. Hab ich gemacht? Echt? Und dann bist du noch am Leben? Ich glaube, ich hätte den Herzinfarkt gekriegt, ey, ohne Witz jetzt. Das hätte ich nicht überlebt. Niemals. Chris, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wir haben eine E-Mail abgefangen, die Lucas verschickt hat. Hört ihr das an? Umbrella und Redfield wurden erledigt. Sie loszuwerden hat Zeit gekostet, aber sie viel mehr. Ich kann euch die Daten noch liefern, aber danach sind wir quitt. Man denkt, ich bin tot. Könnte unsere Chance sein. Wem hat das geschickt? Das entschlüsseln wir noch. Schnapp du dir Lucas. Sag mir Bescheid. Wow, schrecklich. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das würde ich aber auch niemals zocken auf VR. Dafür habe ich echt ein zu schwaches Herz. Warte mal. Oh, okay. Da ist irgendein dickes Ding. Warte mal. Aber da sind zwei von den Viechern. Okay. Erstmal hier alles looten. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Relevantes für uns. Scheint aber nicht so zu sein. Na, das sieht mir nicht geheuer aus, ey. Duck mich mal vorsichtshalber. Tschüss. Was auch immer das gerade war, was ich eingesammelt habe. Was? Das ist. Achso, das ist wieder Muni. Ah, das ist hier Mia mit der Kleinen. Aber Mia sieht da drauf ganz anders aus, ne? Also auch bestimmt ein Schrift, den man nicht vergisst. Ja, das auf jeden Fall. Ah, und die Puppen, das hier soll Mia darstellen und das hier Evelyn. Jetzt check ich's auch mal. Warte mal, kann ich hier mit irgendwas interagieren? Nee, scheint nicht so. Oh, wir sind vom Inventar her voll. Wieder einmal, oder scheiß drauf, ich renn einfach durch. So. Ja, das Gute ist, dass er, ja, wie gesagt, denkt, dass wir tot sind, ne? Normalerweise müsste er sich da vorhin sneaken. Und, ihn einfach von hinten abballern. Das ist das Beste, was er in der Situation tun kann. Der Schaukelstuhl der Omi. Echt? Habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich habe die Schnauze voll von diesen Lukas. Die haben ihn zum leitenden Forscher gemacht. Was denken die denn, wer ich bin? Warum muss ich mit einem Masterabschluss in Mikrobiologie von Stanford unter diesen Idioten arbeiten? Der spielt ja immer nur mit den Testobjekten rum und lässt sie sich gegenseitig bekämpfen und führt sinnlose Autopsien durch. Er ist krank. Er weiß nicht über das Potenzial des E-Serie Mutter Mützets, keine Ahnung. Beim nächsten Meeting mit den Haku werde ich sein Verhalten melden. Mach das mal, du Petzer. So. Oh, Handgranaten. Nice.
Haben wir hier? Nee. Das war's. Gut. Handgranaten sind richtig geil. Gerade bei diesen Riesendick-Dingen. Die können wir auch gut gebrauchen. Also Pistolenmuni haben wir auf jeden Fall wieder genug. Da ist er. Lucas. Dreh dich nicht um. Ich will nur gucken, was hier in den Raum ist. Aha. Ich hätte hier sowieso reingemusst. Wa? Mann! Was zum Teufel? Lucas! Mach die Tür auf! Wo ist er jetzt hin? Ah, okay. Der muss hundertprozentig hier irgendwie vorbei. Kommen wir da jetzt ran? Nee, ne? Ah doch, jetzt kommen wir hier rein. Aua, jetzt muss ich aber Gas geben. Der hat einen guten Vorsprung. Wir haben deine E-Mails. Wir wissen, dass du jemandem Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nichts an, Chris. Viele Leute da draußen, was über uns und deine Evie wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Die scheinen mir nicht von der persönlichen Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Yeah, Mann. Yeah. Ich nicht. Nein. Ich glaube es nicht. Glaub es. Es ist vorbei. Nein. Niemals. Halt's mal und akzeptier's, Lucas. Oh, das wird dir gefallen, stark. Oh, Junge. So, fühlt sich das also an. Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Ich hab da etwas für dich. Du bist total am Arsch! So mit Vorsicht umgehen. Extremer Vorsicht. Ach, das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind. Ja, lecker. Du musst es herkommen und alles verlassen. Oh. Eieiei, jetzt muss ich aufpassen. Muss doch die Heilung rein. Boah, ich hab 70 Schuss für normale Waffe, ey. Alter Schwede. Ey, was hat der für eine Range? Leck mich am Arsch. Du Drecksack. Alter, bist du mal fertig? Schlechter Zeitpunkt.
Lad nach! Mein Kopf! Mein Kopf! Die Luftkontaminierung bringt die Skala. Bring das in Auto, wo die Luft aufgeht. Danke für den Ratschlag. Boah, Alter. Ja, ich kann nur auf die Mitte von der Dings schießen, glaube ich. Ja, du musst Sauerstoff immer vollen an der Wand. Wow! Geh mal weg! Ja! Ja, ja, ja! Ich guck gerade. Ach da! Danke für den Tipp. Ich wäre jetzt gestorben, ohne Witz. Alter. Nee. Und da kriegt er mich noch. Da kriegt er mich noch. Alter, aber der hält ganz schön was aus, ne? Das ist echt übel. Boah, Alter, ich muss alles nochmal machen. Nee. Ach nee. Er hängt zumindest schon mal an der Wand. Ah ja, warte, ich sammle hier eben kurz alles ein und dann beschäftige ich mich mit dir. Anführungszeichen wäre, ja. Ein bisschen scheiße gelaufen. Warte mal. Alter, der hat eine Range, Mann. Ich komm da nicht weg, Alter. Geh weg. Ja, Mann. Zumindest habe ich in das ganze Magazin reingeballert. Das ist schon mal relativ gut. Ey, ich bin hier! Achso, jetzt verwandelt er sich schon. Nice. Wo ist der? Aua, 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 aua. Ich muss gleich Sauerstoff aufladen.
Nee, nee. Er muss von da wegkommen. Ich brauche Sauerstoff. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Sauerstoff. Bitte warten, bis die Reserven nachgefüllt wurden. Hab ich ihn? Ist er tot? Ja, Mann. Tot. Hab's geschafft. Und doch kein Vollnoob. Oder? Was haltet ihr davon? Ja, Mann. Jetzt noch ein Heady. Ich schwör's dir, ey. Ich feier Chris Redfield so hart, ey. Ja, so Game Over. Ich sehe auf. Du musst irgendwie den Server runterfahren. Vielleicht gibt es irgendwelche Trafos, die du... Du hast gut gespielt. Danke. Okay, hat geklappt. Das wird die IT-Leute aufregen, aber... Sollen sie doch heulen. Wie ist die Lage? Anlage ist gesäubert. Auch neue Varianten beseitigt. Dann bin ich hier raus. Ja, Mann, sei froh. Ich würde gar nicht erst reingehen. Außenwand aufgebaut und in Betrieb. Gut. Glaubst du, wir haben hier geholfen? Ihnen nicht, fürchte ich. Der Pilz ist eingedämmt. Hoffentlich sind Sie Ivys letzte Opfer. Hoffentlich. Chris, ein Anruf für dich. Du musst ihn im Lager annehmen. Okay. Bin auf dem Weg. Yo, wir haben das DLC auch noch durchgespielt. Heute sind wir mal so richtig produktiv und erfolgreich. Geil. Resident Evil. Ja, ich muss sagen, es ist auf jeden Fall anders gewesen, aber es ist nicht schlecht. Es macht schon Laune. Na, gerade das mit den Schießen und so, das ist echt eine Verbesserung gewesen. Weil so kann man wesentlich präziser schießen, finde ich, als wenn du nur so einen ganz, ganz kleinen Punkt hast und dann kannst du dich abschätzen, mein Schmeiß, weil du den übersiehst, wo du hinschießt, ne? Aber wenn du dann wirklich so ein Visier hast, dann weißt du zu 100%, dass du richtig schießt. Und ich denke, das hat man auch gerade bei mir echt gemerkt, ey, dass ich mit richtigem Visier richtig, also wesentlich besser schieße, als wie mit nur diesem kleinen Punkt da im Hauptspiel, so, ne? Akten gelesen, 3 von 9, nur. Oh, da habe ich aber eine Menge vergessen. Neuversuche 6. Ja, guck mal, in der eine Stunde und 22 Minuten hatte ich mehr Neuversuche, als wie im ganzen Hauptspiel. Das ist schon echt ein bisschen übel, ne? Aber okay, drücken wir mal F. Schwierigkeitsgrad Profi. Na, davon bin ich noch meilenweit entfernt. Smoke weed every day. Ja, Mann. Ja, gut. Dann gehen wir mal aus den DLC raus. Und dann würde ich sagen, haben wir heute das Hauptspiel abgeschlossen. Das DLC haben wir abgeschlossen. Mir geht es Gena... genau andersrum. Okay, also du magst das alte Schieß, also Schusssystem besser, also lieber. Oder was? Ja, was ich jetzt in den DLC so ein bisschen vermisst habe, das sind diese, ich sag mal, diese Horrorelemente, ne? Also, dass du dich wirklich erschrecken kannst mit Jumpscares und so. Okay. Ja, keine Ahnung. Also ich streame auch schon wieder fast 4 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Ich würde sagen, da wir jetzt das Hauptspiel abgeschlossen haben plus DLC, dass ich erstmal den Stream ausmachen werde und mich langsam bettfertig machen werde. Nehmt mir das nicht übel. Morgen werde ich wahrscheinlich auch noch streamen.
aber nicht so lange. Morgen werden wir, denke ich mal, mit Sims 4 ein bisschen anfangen. Dann fangen wir mal an, so ein kleines Häuschen zu bauen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch dann ja mit dran beteiligen. Ihr wisst ja, ihr könnt die Räume dann für mich einrichten und die werden dann halt im fertigen Haus übernommen. 10:30 haben wir. Oh, danke. Und ja, keine Ahnung, es sind ja viele auch dazu neu gekommen, ne? Ich erkläre das nochmal ganz kurz. Also, ich habe mir in Sims 4 vorgestellt, dass ich mir immer so ein Haus baue, so ein Grundriss. Und die Räume, die lade ich dann über die Online-Bibliothek hoch. Unter einem speziellen Namen. Dann könnt ihr euch die runterladen, falls ihr auch Sims 4 habt. Dann könnt ihr die einrichten und dann baue ich die halt in den Haus mit ein. Und das machen wir dann über die ganze Stadt über. Und später können dann alle von sich selber so Abbilder machen. Die ziehen dann alle in diese verschiedenen Häuser ein. Und dann machen wir auch so ein Let's Play-Stream wieder daraus. So wie mit Resident Evil, Digimon World, The Legend of Dragoon und so. Und wenn dann ihr mit in dieser Welt rumlauft und so, denke ich mal, dass da schon echt coole Geschichten bei rumkommen können. Und damit werden wir, denke ich mal, morgen anfangen, wenn ihr da Bock drauf habt. Auf PS4 oder PC? Auf PC natürlich. Also für PS4 hast du ja leider keine Online-Bibliothek, da ist das leider nicht möglich. Also ich spiele sowieso fast nur noch auf dem PC. PS4 habe ich eigentlich gar keinen Fokus mehr drauf. Das Einzige, was ich auf der PS4 spielen werde, ist The Last of Us hole ich auch noch für die PS4, also den zweiten Teil. Anthem werde ich wahrscheinlich auf dem PC spielen, wenn das rauskommt, und Fallout 76. Aber nee, The Last of Us ist wirklich das letzte Spiel, was ich auf der PS4 kaufen werde. Yo, moin, mein Laptop kommt nicht mal mit YouTube klar. Oh, das ist natürlich richtig schlecht. Ja, was haltet ihr denn von der Idee von Sims? Habt ihr da Bock drauf? Wollen wir das morgen streamen? Warte mal, ich mache schon mal nach OBS und schalte mir den Screen um. Schätze ich, ne? So. Na, keine Antwort auf Sims? Nicht so eine Lust? Jo? Okay. Einer hat auf jeden Fall schon mal Lust. Kannst du Fallout als Community-Spiel machen und mit uns spielen? Sicher, warum nicht? Ich habe ja, ihr müsst mal bei mir in Twitch gucken, in den Panels, da habe ich einen Discord-Link. Und ihr könnt alle auf meinen Discord joinen, könnt euch dann auch so mit mir mal unterhalten. Und wenn ich dann mal solche Community-Projekte mache, dann könnt ihr ja mit in Discord reinkommen und dann so im Stream mit mir zusammen quatschen und so. Kann da nicht mitmachen, habe kein PC. Okay. Mit Facecam? Was soll ich mit Facecam spielen? Fallout oder was? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht mal eine Facecam. Die müsste ich mir wenn dann kaufen. Und Facecam ist immer so eine Sache. Bei mir ist das so, also seitdem ich YouTube mache, habe ich noch nie eine Facecam benutzt. Aus einem ganz bestimmten Grund. In meiner Stadt kenne ich sehr, sehr viele Menschen und das Problem ist, dass die nicht wissen, dass ich so eine Art Gamer geworden bin. Und da mache ich mir so ein bisschen Kopf, dass die durch Zufall mal im Internet entdecken könnten, dass ich so, ich sag mal, Livestreams mache, dass ich game und so. Da habe ich immer so ein bisschen Panik vor. So, deswegen hatte ich bis jetzt noch keine Facecam benutzt. Einfach nur, weil ich es halt in dem Sinne heimlich mache. Aber wenn das viele wollen, dass ich Facecam benutze, dann kann man das sicherlich früher oder später einrichten. Und Pinky Dragon, du hast gar keinen PC oder hast du nur einen schlechten PC? Also Sims hat ja keine hohen Grafikanforderungen, ne? Das kann man auch auf einen schlechten Rechner spielen. Kein Ding, mach wie du magst. Ja, im Moment versuche ich immer noch so ein bisschen
dass das kein Übergriff in mein persönliches Leben hat, ne? Darum geht's mir größtenteils im Moment. Aber irgendwann werde ich sicherlich auch mit Facecam anfangen. Achso, hast du überhaupt gar keinen PC? Okay. Was ich mal wissen wollte, ihr kennt euch ja bestimmt einige von euch mit den PC aus, ne? Und Steam. Ich habe hier bei Steam, unter meinem Profil, habe ich ja so Geschenke, ne? Da habe ich ein Spiel drinne, das unter Geschenke steht. Kann ich das zum Beispiel jemand anderen geben, ohne dass ich da jetzt für Geld bezahlen muss? Habe nur eine Xbox One. Oh. Auch noch ein Xbox-Spieler. Ja gut, also Xbox hat ja mit der ganz neuen Generation sowieso die PS4 überholt, ne? Weil wenn ich das Spiel zum Beispiel verschenken könnte, was ich so als Geschenk habe, dann könnte man vielleicht mal sowas wie ein Giveaway oder sowas machen. Dass ich das Spiel verlose. Denn ich habe noch Space Engineers, denke ich mal, dass das ein Geschenk ist. Lege mir auch erst Dezember eins zu. Geht irgendwie. Und auf Xbox One habe ich Sims 4. Ah, okay. Aber Xbox One arbeitet doch mit Microsoft zusammen, bin ich der Meinung, ne? Hast du mal bei Sims 4 geguckt, ob du da eine Online-Bibliothek hast? Das wäre mal cool zu wissen. Weil wenn das nämlich gehen würde, dann könntest du ja trotzdem mitmachen. Auf eine Art und Weise. Naja, gut, Leute. Ich würde mal sagen, dass ich den Stream jetzt mal langsam ausmache. Und dann denke ich mal, dass wir uns morgen wiedersehen. Wenn ich es morgen nicht schaffen sollte, dann versuche ich irgendwie nochmal mitten in der Woche was zu machen, weil ich muss am Montag wieder arbeiten. Und wenn ich morgen streame, dann auf jeden Fall ein bisschen früher. Dann denke ich mal, dass ich schon so um 16, 17 Uhr anfange. Ja, hat man da auch. Ist das mit den, denn ist das auch hundertprozentig mit den PC gekoppelt? Wenn ich morgen Sims 4 streame, dann wäre das cool, wenn du dann auch mit dabei wärst und dann können wir das mal austesten. Dann lade ich irgendwas in der Bibliothek hoch mit einem speziellen Namen und dann such das mal bitte auf der Xbox und dann guck mal, ob du das runterladen kannst, editieren kannst und auch wieder hochladen kannst, sodass ich das wieder runterladen kann. Das wäre echt cool von dir, wenn du das machen würdest. Als was arbeitest du? Im Moment bin ich im Büro tätig. Ich mache Visitenkarten, Flyer und all solche Sachen. Da ich leider im Moment keine körperliche Arbeit mehr machen kann, ich bin ja langzeit krankgeschrieben gewesen, ich war ja ganz lange arbeitslos, da ich operiert worden bin. Und auf dem Bau kann ich nicht mehr arbeiten. Ich hatte vorher als Landschaftsbau gearbeitet, aber das geht körperlich bei mir leider nicht mehr. Und deswegen habe ich mir einen Bürojob gesucht. Ist eigentlich ein ganz chilliger Job. Gerade im Sommer. Ich habe da eine schöne Klimaanlage. Und das ist auch echt ein gemächliches Arbeitstempo, was man da am Tag legen muss. Also wirklich schnell muss man da nicht arbeiten. Die Arbeitskollegen sind nett. Wir haben sogar eine Küche bei uns auf der Arbeit. Wir können uns da sogar was zu essen machen. Das ist auch richtig geil. Und deswegen kann ich auch zum Beispiel mit Grafikprogrammen und sowas arbeiten. Und so habe ich auch mein Titelbild editiert, mein, mein Avatar in YouTube. Und ich hatte ja auch mal, glaube ich, ein Tutorial hochgeladen, wo ich mit Blender und so gearbeitet habe. Und da habe ich größtenteils ja mit solchen Programmen zu tun und habe die auch gelernt und alles. Du bist ein Glücksbringer. Wieso? Wieso bin ich ein Glücksbringer? Auf Arbeitsstream? Nee, das darf ich nicht machen. Oh Gott. Geschweige denn die Rechner, die würden das glaube ich noch nicht mal hinkriegen. Ich kann nicht online spielen, muss mir erst eine Xbox Live Gold holen
dass ich online spielen kann. Ah, okay. Ja, das ist natürlich schade. Ja, vielleicht steigst du ja später dann irgendwann mal mit ein. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Habe gerade ein Meter-Ei gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Dann räuchert den mal schön und dann gebe ihn dir. So, Leute. Ich mache jetzt den Stream aus. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen um ca. 16, 17 Uhr. Und ja, dann bis morgen, ne? Bis dann. Ciao.